Siehst du sie, Dirk? Die rote Lampe leuchtet. Ja. Gott sei Dank. Du fragst mich vorher, welche Kamera. Ja. Wir sitzen hier, also nicht jede Woche, aber regelmäßig zusammen und wir nutzen immer nur eine Kamera. Was ist denn da los mit dir? Ja, ich war irritiert, weil das rote Licht nicht leuchtete und habe gedacht, vielleicht eine der anderen beiden. Und wir haben ja drei, ne? Das ja, ja, ja. Für uns wird aber immer nur eine genutzt. Sind wir nicht mehr wert? Das ist die wichtigste Kamera. Ach so, die Führungskamera, sagt man ja auch gerne. Die ist aber nicht beweglich. Die kann nur ranzoomen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, ne? Weil sonst immer nur einer von uns beiden im zu sehen wäre. Und das würde natürlich vor allen Dingen dir wehtun. Wieso würde man es... Siehst du? Fantastisch. Oh, das war aber nah dran. Um Gottes Willen, kannst du das ein bisschen weiter rauszoomen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Vor allem habe ich zunächst in die falsche Kamera geguckt. Ja, ich habe ja nur oben an diesem Bildschirm, der hängt direkt über der Kamera, gesehen. Das ist immer so ein bisschen irritierend, wenn man dann die Live-Show moderiert. Also habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Aber, ah, da bin ich schon wieder. Um Gottes Willen, mach das weg! So, es scheint zu funktionieren. Dirk Krampe war bei einem Sieg von Borussia Dortmund in München im Stadion. Es ist kaum zu glauben. Weißt du, wer letztes Jahr nach der Niederlage bei den Bayern hier im Podcast saß? Wahrscheinlich ich. So war's. Wahrscheinlich in den Jahren davor auch immer. Ja, weil ich halt doch regelmäßig, ich habe halt so eine masochistische Ader, dass ich mir das immer antun möchte. Also ich habe das letztes Mal rekapituliert. Ich habe alle 9 vorherigen Bundesliga-Niederlagen in München gesehen. Allerdings auch die Pokalsiege und Supercup. Pokalsiege und Supercup, ja gut. Ich weiß gar nicht, waren es 2 Pokalsiege? Ich glaube 2, also ja, 12 auf jeden Fall. Nee, 12 war ja im Finale, das war ja nicht, aber 5, nee, warte mal, wann war das? Also 17 auf jeden Fall, ne? Das war diese 17 war mit, oder 16 war das mit Manny Benders Monstergrätsche. Nee, 17. 17. Und danach Pokalfinale gegen Wolfsburg. Nee, das gegen Wolfsburg haben sie verloren, das muss 2015 gewesen sein. Nee, 2015 war das mit Mats Hummels Phantomtor, glaube ich. Nee, das war 2014. Ah, okay. Kann man mal sehen, also... Vielleicht liege ich auch falsch. Wir wissen es nicht. Ihr da draußen werdet es natürlich wissen. Tendenziell würde ich dir recht geben wollen, weil man ja weiß, dass ich da. Können wir das rausschneiden? Also nicht rausschneiden, sondern können wir da einen eigenen Clip draus machen? Wann war das eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Genau. Nee, ich meine, dass du mir recht gibst. Ach so, ja. Ha? In dem Fall ja, weil mit Daten, wie gesagt, da tue ich mich sehr häufig schon schwer. Ich bewundere einmal Leute, die sagen können, weißt du noch, 91 Michael Zorc oder Stefan Chapuisat oder wer auch immer dann in dem Spiel gegen XY, da war es doch so heiß. Ich geschwitzt wie ein Aal. Wirklich. Genau. Ja. Genau. Apropos hier, das Apropos ist so ein Schal zu 50 Jahre Stadion. Ja. Was ist denn das für ein Material? Ja, das ist so ein bisschen Seil, ne? Ja? So, jedenfalls, das Stadion ist gestern 50 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob es die Glückwünsche entgegennehmen kann, aber ist auch egal. Jedenfalls, da gab es eine, wie ich finde, durchaus witzige Ausgabe von Brinkhoffs Ballgeflüster unter der Südtribüne mit Lars Ricken, Mats Hummels und Bela Reti in Weltklasseform. Tatsächlich. Ja, also ich meine, die Stimme ist natürlich ein absoluter Traum, muss man echt sagen. Ob man den jetzt als Kommentator gut oder schlecht fand, ist mal was anderes, aber das gut, war noch du so bist ja mit der Stimme aufgewachsen. Ne? Das war noch eine so meiner Anfangszeiten, das weiß ich noch, als wir dann auch die Medienreise des BVB gebucht hatten, das machen wir bei Champions League Spielen häufig. Und damals hatte das ZDF noch Rechte, allerdings immer, glaube ich, nur dienstags oder so, also so ähnlich wie jetzt mit Amazon und so. Ja, einen Tag. Irgendwie so war das. Und das war jetzt ein Spiel, wo das ZDF keine Rechte hatte. Trotzdem war Bela Reti auf der Medienreise und noch einige andere vom ZDF. Also da hat man einen schönen Ausflug gemacht und da habe ich erstmals Bela Reti so hautnah erlebt. Ist die Geschichte an der Stelle zu Ende? Das wäre natürlich sehr enttäuschend jetzt. Ja, ich fand das nur spannend. Damals blickte ich das noch nicht so durch, aber habe ich mir gedacht, was machen die hier? Die haben ja gar keine Rechte. Aber das gehört dann eben auch zum Job, ne? Trotzdem mitzufahren. Ja, wenn es ZDF bezahlt. Ich wollte gerade sagen, du hast es am Ende bezahlt. Auch ich. Ja. Und gerne. Das sagen wir doch mal gerne. Ja, ja. Nein, also GEZ finde ich generell eine gute Sache. Ich finde das auch gut. Ja, weil, ja. Ob jetzt der Bela da unbedingt zum Spiel reisen muss, da kann er sich auch am Fernseher angucken.
Ah. Ja, das war auch so mein erster Gedanke. Mhm. Das war ein bisschen naiv. Ja, das war ein bisschen naiv. Ja gut, es gibt ja einen Grund, warum die ganz viel einsparen. Die kaufen deutlich mehr freie Mitarbeiter auch ein. Mhm. Ja. Ja. Können wir nicht aus ARD und ZDF und den Dritten einfach nur ein Programm machen sozusagen? Also eine Senderfamilie, dass die da teilweise zum Beispiel zu Olympia dann mehrere Teams schicken. Also... Ich glaube aber tatsächlich ist das nicht mehr so extrem wie früher, dass sie dann schon sich dann auch irgendwie, weiß ich nicht, ob absprechen, aber dass dann zumindest schon mal geguckt wird, dass man da die Kosten ein bisschen in den Griff bekommt. Ich glaube, das ist nicht mehr so extrem wie früher. Das Allerhärteste finde ich in dem Zusammenhang, dass die, wenn die in, keine Ahnung, irgendwo in der Walachei, nee, das ist Rumänien, wenn die irgendwo in Skandinavien oder früher noch in Russland oder Slowenien die Biathlonrennen übertragen, dann schicken die ja immer gefühlt ein Team von 80 Leuten dahin. Und das sind ja alles Orte, da kommst du jetzt nicht mal eben mit dem Flieger direkt von Frankfurt hin. Ja. Du fliegst erstmal wahrscheinlich in die Hauptstadt und von da tuckerst du dann erstmal noch mit den Wagen rum. Was das an Geld verschlingt, geht angeblich natürlich bei den ÖR nicht um die Quote. Ja, aber die Quote ist ja in dem Fall sogar sehr gut. Ja, das ist wahr. Also Biathlon ist ja nun auch ein absoluter Fernsehsport und hat auch in meiner Familie sehr viele Befürworter. Wir gucken das gerne. Also alle vier von euch? Nee, die Kinder natürlich nicht so, aber... Also du und deine Frau. Mhm. Ja, weil du sagst, in unserer Familie hat das viele Befürworter, 50% der Familie. Ja, ja gut, die anderen 50 sind nicht dagegen, sagen wir mal so. Ja, okay, die sind auch nicht da. Das interessiert sie nur nicht so. Ja, ja, verstehe. Ja, mein Lieblings-Biathlon-Rennen ist... Antholz, sag ich jetzt mal. Das ja, Einzige, da, was du die kennst, Strecke, ne? Ja, die Strecke, nee, mit der einen Kurve, verstehst du? Die ist richtig, boah, die gefällt mir richtig gut. Du kennst doch andere Biathlon-Strecken, oder nicht? Ruhpolding, ja. Ist eine Biathlon-Strecke, ja, oder? Ja, wir haben, die waren doch am Anfang jetzt wieder in Schweden irgendwo, ne? Wie heißt es nochmal, Östersund? Oder? Ja, Östersund. Genau, Östersund. Am Anfang, die Saison ist gerade vorbei, Dirk. Ja, am Anfang der Saison waren sie in Östersund. Ja, ist richtig. Das ist richtig. Und Kenmore war das letzte, glaube ich, jetzt. Da waren alle sehr begeistert von, weil das wohl... Ist ganz neu, oder? Ja, das ist nicht regelmäßig im Programm. Und da waren aber wirklich alle von sehr begeistert, weil es eine total schöne Gegend dann auch wohl ist. Und ja, als Location, glaube ich, sehr gut. Oh, hier wird was geschickt. Oh, fürs Vorgeplänkel. Wann wart ihr das erste Mal im Westfalenstadion? Boah, da sind wir wieder bei den Daten. Also ich war glaube ich, irgendwie 16, 17 sowas um den Dreh rum. Ich habe mich halt Zorg spielen sehen, das weiß ich noch. Ich könnte heute nicht mehr sagen, gegen wen. Du hast doch auch diese App hier. Ja, die habe ich aber erst seit 2017 und ich bin zu knickerig. Zu faul, ne? Heißt das auf Deutsch. Faul dann auch. Das kostet ja 1 Euro, glaube ich, im Monat, oder wie war das? Ich zahle da nichts für. Du zahlst da nichts mehr, nein. Aber dann kannst du deine alten da auch gar nicht nachtragen. Ja, ich habe die schon so lange, dass ich... Ach so. Ja, der hieß vorher Groundhopper-App, glaube ich. Ich habe sie erst seit 2017 und habe dann... Ich kenne wirklich Kollegen, die dann das Abo auch gemacht haben und die dann sich in stundenlanger Kleinarbeit alle Spiele, die sie gemacht haben, da drauf geladen haben. Ja, ist auch geil. Das ist schon cool. Ja. Vor allen Dingen, wenn dann gesagt wird, ha, du hast jetzt 150 Spiele mit diesem Verein gesehen. Ich kann sagen, was mein erstes Spiel war. 31. Mai 1997, Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln 2:1. Aber damals gab es ja noch nicht mal Smartphones. Nee, aber ich weiß, dass ich bei dem Spiel war. Du hast es nachgetragen. Ja, ich habe das nachgetragen. Ja. Und das war das Spiel, wo der Henkelpott mit Hubschrauber auf den Platz geflogen wurde. Wie viele Spiele hast du jetzt insgesamt? In diesem Stadion oder? Also insgesamt. Insgesamt, warte mal, da muss ich nochmal gucken. Da 542. Ja. Ja, da bist du weit drüber. Ja, da bin ich seit 2017 weit drüber. Nein, du warst nicht seit 2017 bei 542 Spielen. Ich glaube bei 600 irgendwie sogar. Was? Sag mal, das kann doch nicht sein. Also ich sehe pro Jahr um die 50 Spiele. Nee, warte mal. Nee, hast recht. Ne Quatsch, warte mal. Liebe Leute. 500. Ich könnte mal, da müsste ich aufstehen, mal eben mein Handy holen, aber so wichtig ist es jetzt auch nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, 630 Spiele. Aber das kann nicht sein. Warte mal, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 8 Jahre. 5 mal 18, 40, 400 Spiele. Sind wir bei 400 Spielen, ja.
Ja, aber da merkt man mal, du hängst ständig im Stadion ab. Ja? So. Ich finde das hier ganz nett. Jedenfalls, diese Frage kann ich so beantworten. Das prägendste Spiel? Gab es zwei. Eins ist nicht so gut ausgegangen. Natürlich einmal Malaga. Das ist ja unerreicht irgendwie, aber das prägendste Spiel auch 4:4 damals gegen einen gewissen Nachbarn nach 4:0 Halbzeitführung. War ich nicht da. Ja, das war schon ein völlig irres Spiel. Ich habe ein anderes 4:4 im Angebot gegen den VfB Stuttgart in der Saison 2011-2012. Da war ich nicht da. Julian Schieber. Ja, genau. Seine Sternstunde. Mhm. Aber das war ein sensationelles Spiel, klar. Malaga kannst du immer mitkommen. Ja, es gab so viele. Es gab sehr viele. Größte Enttäuschung live im Stadion. Ja. Mainz letzter Spieltag, vergangene Saison. Spiel mit der besten Atmosphäre. Das waren auf jeden Fall, das finde ich, war fast noch die erste Saison nach der Meisterschaft, wo sie Champions League gespielt haben, weil man da so richtig gemerkt hat, wie die Leute das vermisst haben. Dieses Champions League. Also du meinst 2011, 2012. Das müsste 2011 dann gewesen sein. Mhm. Da haben sie, glaube ich, gleich, war das nicht das erste Jahr so, wo die dann gleich haben diese Hammergruppe... Haben sie gegen Arsenal gespielt. Arsenal und... Zu Hause 1-1 mit Perisic, wo der, ich glaube, Perisic so ein Volley-Tor... Das war in der Nachspielzeit oder kurz vor Ende der regulären Spielzeit, 1-2-1 Ausgleich. Ja, das weiß ich noch. Da ist das Stadion auch richtig explodiert. Ja, das war schon schön. Gab es da nicht auch so eine geile Choreo mit der Krone? War das nicht das Spiel gegen Arsenal? Ich glaube, am Samstag gibt es eine richtig geile Choreografie. Habe ich gehört. Mich würde es sehr wundern, wenn nicht. Also, wenn es keine gibt, da weiß ich auch nicht, was los ist. Wenn man eins der Ultraszene ja nun wirklich hoch anerkennen muss, ist, dass sie auch ein gutes Gespür dafür haben und dann sehr kreativ immer auch sind in diesen Geschichten. Und Stadion, Geburtstag, also da würde es mich schon sehr schwer wundern, wenn es keine gäbe. Wir haben auch schon, glaube ich, gehört, dass es eine geben soll. Ja, ja, das habe ich auch gehört. Ich wäre natürlich enttäuscht, wenn es nicht mindestens über 3 Tribünen geht. Wirst du auf der Pressetribüne auch was hochhalten dann? Ich weiß gar nicht, ob die uns dann aussparen, irgendwie aussparen, das kannst du ja nicht. Also müsste man dann ja. Da wäre man sozusagen mitgehangen, mitgefangen. Ne? Das klingt mir jetzt aber ein bisschen negativ, liebe Leute. Auch Dirk Krampe freut sich auf die Choreografie am Samstag. Ist schon immer spektakulär. Ja, und es ist ein 18:30-Spiel, jetzt leider nach der Zeitumstellung. Das heißt, es ist nicht dunkel. Es ist nicht dunkel, das ist eigentlich schade, ja. Mhm. Das stimmt. Oder erst dann im Verlauf. Ne, obwohl, ne, es ist tatsächlich jetzt, glaube ich, gestern war ich noch raus, so 7:45, da war es tatsächlich noch hell, ne? Ja, dann wird es um 18:30 auch noch hell sein. Das ist so. Ja, ich komme extra angereist. Und es wird ja warm, ne? Ja, oh ja. Es wird schön. Ja, ja. Endlich. Ja, es wird auch mal Zeit. Wie gesagt, wir haben Thema der Woche natürlich Sieg bei den Bayern. Wir sprechen aber gerade auch ein bisschen über das Stadion. Das passt ja ganz gut. Die Fragen gefallen mir. Ja, Spiel mit der besten Atmosphäre hast du jetzt gerade gesagt. Die Atmosphäre fandest du am besten dann. Die Atmosphäre gegen Mainz war natürlich auch Weltklasse. Das muss man sagen. So diese Vorfreude vorher, ja. Und dann während des Spiels hat das natürlich dann arg gelitten. Das ist ja nun logisch. Aber diese ganze Stimmung rund um dieses Spiel und an dem Spieltag, wir waren recht früh damals schon am Stadion, ich glaube so um 11 oder so schon. Das war auch schon, ja, da hast du so richtig gespürt, wie groß die Vorfreude ist. Ne? Ja, ja. Ja, das war eine spezielle Atmosphäre. Aber ich glaube, jetzt am Samstag wird es auch überragend. Da kann ich auch mal kurz Werbung machen. Die schwarz-gelben Geschichten, die laufen ja auch auf unserem YouTube-Kanal. Hier bei den Ruhrnachrichten. Gestern, also am Geburtstag, haben wir bei Signal Iduna drüben für die Mitarbeiter dort eine Folge live mit Publikum aufgenommen mit Mirko Votava und Florian Kringe. Ach cool. Das war sehr cool tatsächlich. Zwei ganz fantastische Gäste, unfassbar freundlich, total bodenständig, haben sich dann danach auch noch mit den Leuten unterhalten. Also das fand ich wirklich sensationell. Also wirklich sensationell, muss ich echt sagen. Zwei tolle Gäste. Habe ich, also Kringe zumindest, Votava natürlich nicht, aber Kringe habe ich ja selbst als Berichterstatter auch noch erlebt. Und der war damals, ja, der ist schon sehr bodenständig und auch nicht, auch schlau irgendwie. Und konnte man sich damals immer sehr gut schon mit unterhalten.
hat diesen ganzen Hype nicht so gemocht. Also damals hatten wir ja auch noch wirklich alle Spielernummern, Telefonnummern. Und wenn man ihn dann mal versucht hat anzurufen, hat er sich immer so ein bisschen geziert, weil der hat das nicht gebraucht. Dieses Rampenlicht, muss man wirklich sagen. Das war jetzt einer, der kam da gut mit klar, aber der hat sich nicht da reingedrängt. So, ne? Und der hat auch nicht. Ja, den Eindruck hatte ich gestern auch. War noch halt auch eine ganz andere Zeit. Ne? Das ist noch vor Social Media und so gewesen im Prinzip. Ja, also tatsächlich hat mir das sehr gut gefallen, das Gespräch. Das war mit denen einfach angenehm. So, keine Allüren, nix. Also, Votava kam auch direkt rein, hat alle geduzt. Ich meine, gut, er war ja auch älter als alle, aber der hat tatsächlich weit über 500 Bundesligaspiele gemacht und Platz 5 der ewigen Rangliste und hat aber 3 Jahre bei Atletico Madrid gespielt. Sonst wäre er trotzdem noch Erster. Aber ganz locker. War der länger in Dortmund als in Bremen? Nein. Er ist mit 29 nach Bremen gegangen und hat mit 40 seine Karriere beendet. Das war noch die Zeit, wo es da so ein bisschen hin und her ging mit den Wechseln auch manchmal. Ne? Also Ovo kam dann ja auch nochmal irgendwann. Und irgendwie gab es noch immer, ich habe zum Bremer Kollegen noch gesagt, irgendwie bleibt es dabei, wir kriegen trotzdem immer noch Überschneidungen. Weil er meinte irgendwann mal zu mir, ja, also die Spieler, die ihr vielleicht für uns mal hättet, die können wir ja gar nicht bezahlen. Also das wird nicht mehr so oft passieren, dass es da hin und her geht. Dann kam Jinma und Amos Pieper, der von Dortmund nach Bremen gegangen ist. Vor ein paar Jahren noch Nuri Sahin. Nuri. Also man hat immer noch wieder miteinander zu tun, was sehr nett ist, weil die Kollegen da auch sehr nett sind. Ja, also ein sehr netter Verein, auch das muss man ja ganz klar mal sagen. Ja, finde ich auch. Toller Verein. Mirko Votava hat gesagt, weil er Ehrenspielführer ist, hat er 2 Dauerkarten, deswegen geht er regelmäßig schon. Hätte aber die Karten gegen Atletico jetzt hier auch schon bestellt. Ja. Er hofft, dass er es überkommt. Als wir jetzt letztens in Bremen waren, saß Tim Borowski direkt vor uns. Mit Familie. 2 Kinder und. Nein, Frau. Ihr saßt hinter Tim Borowski. Wir saßen hinter Tim Borowski. Ja, genau, so ist richtig. Also er hat euch gesehen. Da hätte er sich umdrehen müssen, das hat er nicht gemacht. Was? Hinter uns sitzt immer Peter Gagelmann, der ehemalige Schiedsrichter. Mhm. Und der ist mit ihm anscheinend irgendwie ziemlich gut befreundet. Die haben sich kurz unterhalten. Köpfe hinweg. So. Weißt du, ich glaube, die haben beide bei Magenta gearbeitet während Übertragung. Kann das sein? Das kann gut sein. Gagelmann als Schiedsrichter-Experte oder Regelexperte und Borowski als Experte? Borowski ist ja auch bei Amazon, glaube ich, noch, ne? Ab und zu, oder? Mhm. Oder bei DAZN? Nee, DAZN. Ich glaube, der ist ab und zu bei DAZN. Das verschwimmt immer so ein bisschen, weil man da ja mittlerweile so viel auch sieht. Ne? Ja, ist wohl wahr. Ich habe noch eine tolle E-Mail bekommen von dem Kollegen Niklas, der uns immer die Pickups schickt. Und zwar hätte er noch eine Idee fürs Vorgeplänkel. Du bist nicht so musikinteressiert, oder? Doch, eigentlich schon, aber auf eine dezente Art und Weise. Eine dezente, harmlose Art und Weise. Ja. Also, du musst mir jetzt nicht mit irgendwelchen Rappern kommen oder so. Das höre ich mir zwar an, aber ich könnte die nicht auseinanderhalten. Nee, er hat hier so ein Entweder-Oder, aber ich kenne nicht alle, deswegen lese ich nur ein paar vor. Mhm. Weil ein paar kenne ich einfach nicht, habe ich nie gehört. Aber du kennst auf jeden Fall die Red Hot Chili Peppers oder Limp Bizkit. Red Hot Chili Peppers. Nehme ich auch. Lionel Richie oder Stevie Wonder? Stevie Wonder. Mariah Carey oder Whitney Houston? Boah, Whitney Houston. Ja, dann nehme ich die Mariah. Dann habe ich noch im Angebot Elton John oder Billy Joel. Billy Joel, glaube ich, heißt er. Joel? Ja, ich meine, der wird sich so ein bisschen, der ist die Betonung, glaube ich, eher auf dem E. Billy Joel, ja, auf jeden Fall, ich nehme den zweiten. Das ist Billy, alles klar. Ich bin Billy. Ja, ist gut. Billy Idol wäre gut gewesen. Mhm. Ist mehr meine Richtung. Ich habe noch Dire Straits oder The Police. Das ist wirklich schwierig, weil das ist natürlich wirklich meine Jugendzeit gewesen. Ja, ich wollte gerade sagen. Und wir haben beides natürlich sehr rauf und runter gehört. Police fast schon wegen Sting. Johnny Cash oder John Denver? Das war vor meiner Zeit eher Johnny Cash. Okay, dann nehme ich eins noch. Chicago oder Boston? Ich wusste gar nicht, dass das Bands sind. Für mich sind das ja Städte. Ja, Boston ist more than a feeling, kennst du doch bestimmt. Ja. More than a feeling, bla 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 bla. Wir brechen ab an dieser Stelle. Wir brechen die Musik nochmal ab. Das ist für alle besser. Nee, aber das ist doch schön. Vielen Dank. Ich habe alle gekannt.
Welche hast du denn nicht gekannt? Nein, davon habe ich auch alle gekannt. Achso, du hast jetzt die, die du nicht gekannt hast, nicht vorgelesen. Davon hättest du auch einige nicht gekannt. Nee, lese mal vor. Komm, einen jetzt, zumindest. Ja, einen. Warte mal, da muss ich gerade noch mal in die E-Mails gucken. Und zwar nehme ich Rio Speedwagon oder... Rio Speedwagon, kenne ich natürlich. Rio, achso. Ist aber nicht wie bei REM Punkte dazwischen, deswegen habe ich Rio genommen. Gesagt. Kennst du? Dire Straits kenne ich auch, aber das habe ich vorgelesen. Johnny Mitchell oder Kate Bush? Kennst du die? Ich nicht. Kate Bush kennst du nicht? Ja, natürlich, wenn du Crosby, Stills and Nash oder The Eagles. Eagles kenne ich, ja, aber Crosby, Stills and Nash. Crosby, das ist bestimmt der Eishockeyspieler, Nash, das ist der Basketballer und Stills ist der Footballer. Die haben 1960 ja schon eine Band gehabt, im Alter von 3 Jahren. Mhm. Ja, tut mir leid. Ich kenne ja, das nicht ist alle. Halt, ja, die kenne ich. Toto kenne ich. Ja, die kenne ich. Aber Styx kenne ich nicht. Styx kenne ich auch. Ja. Ja, gut, du kennst die alle. Run DMC, da wird es dann schon schwieriger. Aber Huey Lewis and the News. Ja. Kenne ich nicht. Kenne ich. Ja. Huey Lewis and the News hat doch, haben die nicht die Filmmusik zu diesen Zurück in die Zukunft-Filmen? Oh, die sind natürlich legendär. Der erste, in die Zukunft. Zumindest beim ersten Teil, glaube ich, das ist Huey Lewis and the News, glaube ich, oder? Meine absolute Lieblingstrilogie. Ja. Die vier, zurück in die vier Filme. Ja, die gibt's mit. Nein. Das sind 3. Ich wollte gerade sagen, habe ich den vierten verpasst? Nein. Das war also auch ein Spaß. Fand ich mit dem Hoverboard im zweiten Teil. Das war richtig cool. Ja, das war wirklich. Und die bauten so genial aufeinander auf. Für Filme, die Mitte der 80er gedreht wurden, wirklich überragend gut. Muss ja man echt sagen. Das stimmt. Muss man echt sagen. Da können die neuen modernen Dinger scheißen gehen im Vergleich. So, jetzt haben wir über Stadion vorgeplänkelt und ein paar andere Sachen gesprochen. Wobei ich glaube, bei Instagram gab es noch eine nette Vorgeplänkelgeschichte. Die packe ich gerade mal aus. Und zwar, was war das denn? Ich suche es auf jeden Fall. Du kannst mir noch einmal erzählen, Dirk, wie die Reise nach München war, bevor wir hier richtig durchstarten. Weil das ist ja immer gibt's auch so... nicht viel zu meckern. Was? Völlig problemlos. Ich bin diesmal, weil ich war in der Woche vorher in Frankfurt beim DFB und dann fährst du ja zwangsläufig durchs Ruhrgebiet, also Richtung Köln da dann die Ecke. Fürchterlich, ist fürchterlich. Wir haben es wirklich auf dem Rückweg geschafft. Wir waren in Solingen, in deiner Heimatstadt, waren wir noch pünktlich. In Dortmund hatten wir eine Dreiviertelstunde Verspätung. Wie kann man denn von Solingen nach Dortmund 45 Minuten verlieren? Frag mich nicht, indem man nur Schneckentempo fährt. Es war wieder irgendwie Baustelle. Und ich hatte aber vorher schon, weil ich das schon öfter erlebt habe, mir eine andere Route rausgesucht. Ich kann ja bei mir ab Hamm fahren und dann bietet sich die Strecke über Kassel-Wilhelmshöhe an. Und ich habe jetzt das erste Mal tatsächlich mit dem Regionalexpress bis Kassel und dann in den ICE nach München. Der fuhr dann von da aus 3 Stunden, hat nur 3-mal gehalten, war pünktlich, war wunderbar. Hat funktioniert. Rückweg auch übrigens. Kommt zu glauben. Ich finde die Vorgeplänkelfrage nicht, die ich gestern sofort erkannt habe als solche. Kein Problem. Also, wir regeln das gleich noch. Wir sprechen jetzt endlich über Fußball. Ja, ich weiß, ihr regt euch draußen auf, aber wir haben ja auch ein bisschen über das Stadion gesprochen. Also, da könnten wir jetzt so viele Geschichten erzählen. Erzähl mir, Dirk, was war wirklich deine Erwartungshaltung vor dem Spiel? Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ja, es könnte mal wieder was gehen in München, aber jetzt nicht so Richtung Sieg. Also ich habe mir schon gedacht, irgendwie, wenn es sehr gut läuft, wenn sie es richtig gut hinkriegen, dann könnte es ein 2-2. Ich habe 2-2 getippt auch übrigens. Und nach den ersten 10 Minuten habe ich aber auch gedacht, okay, heute kannst du hier gewinnen. Bayern war, finde ich, grottenschlecht. BVB hat es gut gemacht und diese Kombination passte dann an dem Tag. Jetzt ist der Klassiker zu sagen, der Gegner spielt immer nur so gut, wie man selber zulässt. War das so aus deinem Empfinden heraus? Eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also ich habe Bayern noch nie so schlecht in einem dieser Spiele gesehen. Noch nie so schlecht. Sie hatten kein Tempo, sie haben sich nichts zugetraut, sie haben ohne Idee gespielt. Sie hatten keine Spannung, keine Körperspannung. Das fand ich, was Kimmich nachher gesagt hat, war schon vollkommen zutreffend. Die meisten hätten gespielt wie in einem Freundschaftsspiel. Leroy Sané unterirdisch,
Körpersprache unterirdisch, tut mir leid. Das ist wirklich, glaube ich, einer unserer besten Flügelspieler, die wir haben in Deutschland, wenn der will. Aber es kann ja nicht sein, dass der immer nur dann, also dass der sich immer irgendwie, und wenn's ihm dann, wenn dann irgendwas ihm quer gesetzt, dann fällt der so drastisch ab. Ist wie Adeyemi nur älter? Oder ist das jetzt ein bisschen überspitzt von mir das formuliert? Das ist, glaube ich, eine andere Geschichte, weil also ich glaube, dass Adeyemi noch die Klasse nicht hat, die er hat. Weil naja, er hat das einen, will ich auch nicht sagen. Aber super, also Sané hat ja ein super Repertoire, der ist schnell, der ist, kann mit dem Ball alles machen, auch die überraschenden Dinge. Aber der hat mir zu häufig einfach dieses Phlegma, wo ihm irgendwie was quersitzt. Oder dann irgendwie sauer ist, weil der Trainer, das, keine Ahnung, wie der vom Platz gegangen ist, habe ich gedacht, ey, dann müsstest du den erstmal, weiß ich auch nicht, direkt aus dem Stadion prügeln, ehrlich. Ey. Ja, wirklich, das geht so nicht. Das finde ich, das kannst du nicht machen, weil der verdient natürlich auch fürstlich und hat ein gewisses Anspruchsdenken, wie man ihn auch behandeln soll und so weiter. Und dann liefert er da Sonnenspiel ab. Das war jetzt aus Dortmunder Sicht natürlich, kam ihm natürlich sehr entgegen. Aber der stand auch nur stellvertretend für einige so andere. Also es war am Ende eine Mischung, um darauf zurückzukommen. Bayern war wirklich so schlecht, wie ich sie selten gesehen habe. Aber es kommt ja eben drauf an, dass du das ausnutzt. Und sie haben defensiv eigentlich richtig gut gestanden. Probleme gab es, Dortmund richtig gut gestanden. Probleme gab es eigentlich, wenn nur fast nur über die linke Abwehrseite, wo Kimmich halt sehr viel gemacht hat. Da hatte Marzen auch so einen Verstellungsfehler und Probleme auch im Timing und so. Und da wurde es dann mal gefährlich. Daraus entstanden ja auch wirklich fast alle guten Situationen, die sie trotzdem dann noch hatten. Aber es war so gar nicht das Gefühl, es reicht dann nicht nach dem 0:1, dass da eine Dynamik ist, dass die Bayern den Power, die sie eigentlich haben, auf den Platz bringen und dass der Druck dann irgendwann vielleicht so groß wird, dass ein Tor fallen wird. Das habe ich eine Phase vielleicht so, diese Großchance von Kane, das war so eine Situation. Es blitzte dann mal so ein, zweimal auf, aber sonst, wir haben es auch sehr, sehr gut verteidigt, muss man wirklich sagen. Also über die beiden Innenverteidiger, Hummels war natürlich am Ende dann in der Gesamtheit noch ein Ticken herausragender vielleicht als Schlotterbeck, aber auch Schlotterbeck fand ich gut, sehr gut sogar. Und rechte Seite, Rayasson, glaube ich, das beste Spiel, seitdem er beim BVB ist, gemacht. Und auch im Zentrum gab es nicht diese Riesenlöcher, die man sonst schon mal gesehen hat. Das griff alles gut ineinander. Das war wirklich auch, also es war beides. Und es musste aber auch beides sein. Also die Bayern müssen dir, glaube ich, schon entgegenkommen, weil die haben natürlich von der individuellen Klasse, wenn sie das auf den Rasen bringen, was in dem Kader steckt, hat jede Bundesligamannschaft, glaube ich, Probleme gegen sie. Außer vielleicht das aktuelle Leverkusen. Aber okay, ja, natürlich generell, der Kader ist der beste in der Liga, müssen wir nicht drüber reden. Wenn du dann auch gesehen hast, wen sie noch gebracht haben, ja, zum Beispiel, das ist natürlich dann auch, das war ja dann ein Statement auch. Tuchel war komplett unzufrieden, hat dann seine Dreierreihe hinter Kane komplett ausgewechselt und hat dann Coman gebracht, Gnabry gebracht und Tell gebracht. Das ist natürlich schon eigentlich, zumindest eben auf dem Papier ist das Qualität, aber auch die haben sie verteidigt bekommen. Ja, was ja dann erstaunlich ist, weil du denkst, wenn du frische Spieler bringst, wenn die gegen müde Abwehrspieler spielen, das war ja häufig das Problem von Dortmund, selbst wenn sie am Anfang mal ganz gut mitgehalten haben in München, hinten raus wurde es dann immer richtig schwierig. Ja, aber sie hatten massive Probleme im Aufbau, haben über die Goretzka-Leimer, über diese Schiene die Bälle einfach völlig unsauber oft nach vorne gespielt, kam auch über außen, Davis auf der linken Seite war richtig schlecht. Kimmich auf der rechten Seite, wie gesagt, war der Einzige, der für mich Normalform hatte bei den Bayern an dem Tag. Ja, von daher, es passte gut zusammen, aber man soll das auch nicht eben nur schlecht reden, ganz im Gegenteil. Also der BVB hat das schon sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Ja, gut. Also, ich meine, Mats Hummels, der war natürlich gestern bestens gelaunt beim Ballgeflüster, aber... Ist er denn flüssig gelaufen? Ich weiß nicht. Also ich würde jetzt tippen, er fällt am Samstag wegen Erkältung aus, weil er saß genau in dem Bereich, wo es windete ohne Ende. Tat mir ein bisschen leid, der gute Mats. Ricken, da sah das so aus, als würde der komplett frieren. Ja, also ich denke, der ist kurz vor Lungenentzündung. Das war ein bisschen ungünstig gelöst, aber die hatten dann so Heizpilze, dann ging das, glaube ich. Und sie haben dem Mats dann auch nochmal eine Jacke gebracht. Aber Hummels,
natürlich insgesamt einfach überragend. Du hast es gerade angedeutet. In der Verfassung, Dirk, muss Mats Hummels nicht unbedingt mit zur EM? Jetzt hat Nagelsmann gesagt, ja, er will nicht mehr so viele Spieler austauschen und so weiter. Und Hummels wäre keiner von der Bank. Gerade der mit der Erfahrung dann von der Bank kommt, in einem, ich sag mal, Viertelfinale, wo Tah oder Rüdiger eventuell gelb gesperrt sind, man weiß es nicht, dann ist doch Mats Hummels der perfekte Mann. Da bin ich jetzt ein bisschen befangen, weil ich auf der einen Seite seit Jahren Mats Hummels für seine Art, wie er Fußball spielt, sehr mag und das hat sich mit den Jahren auch nicht irgendwie verschlissen oder sowas. Und weil er ein bisschen langsamer noch vielleicht geworden ist, er hat das kompensiert durch noch mehr Auge, durch noch mehr Erfahrung und Antizipation ist ja seine ganz große Stärke, dass er ahnt, wo der Ball hinkommen könnte, dass er, wie viele Bälle auch Schlotterbeck, um den auch zu erwähnen, wie viele Bälle die beiden abgefangen haben, die, sagen wir mal, in die Nahtstellen reinkamen, wo es hätte auch durchaus gefährlich werden können, wo sie wirklich super aufmerksam verteidigt haben. Das ist halt immer wieder bewundernswert und Hummels ist eben in der Regel da, wenn es wirklich wichtig ist. Und das war in diesem Spiel jetzt nicht nur, es war auch ein Statement von ihm in Richtung DFB, ganz sicher, da bin ich mir ganz sicher. Dann fällt das jetzt, deshalb bin ich befangen, das fällt jetzt noch damit zusammen, dass ich von Antonio Rüdiger nicht viel halte. Jetzt muss man auch mal sagen, du findest den einen Spieler gut und den anderen Spieler schlecht. Das ist ja der Grund, warum ich dich jetzt gefragt habe. Ja, und das muss man natürlich dann zur Ehrenrettung von Antonio Rüdiger sagen, du setzt dich auch nicht durch bei Real Madrid und bei Chelsea, wenn du nichts kannst. Das ist auch so. Aber ich finde den fußballerisch einfach deutlich schlechter. Hummels ist immer noch der beste deutsche Innenverteidiger fußballerisch. Ich glaube, zweifelt keiner an. Man kann jetzt darüber diskutieren. Also ich kann Nagelsmann natürlich schon irgendwo verstehen. Er hat sich jetzt festgelegt auf ein Startduo in der Innenverteidigung. Das ist ja auch bemerkenswert, dass man das so früh eigentlich schon kommuniziert. Und ja, vielleicht hat er so ein bisschen das Gefühl, okay, lass sie vielleicht mal im ersten, zweiten Gruppenspiel nicht so funktionieren und auf einmal hast du da so einen, dann hast du eine Diskussion am Hals, dann hast du einen Hummels auf der Bank, der vielleicht intern natürlich, also der wird sich schon einreihen. Ich hätte, glaube ich, keine Sorge, dass der nicht irgendwie auch seine Rolle genießen könnte, weil er einfach weiß, es ist das letzte Mal. Vielleicht willst du als Trainer aber diese potenzielle Gefahrenherde so für Unruhe einfach vermeiden. Bloß am Ende geht es natürlich, sollte es natürlich immer nur darum gehen, wer hilft dir am meisten weiter. Und natürlich ist Mats Hummels dreimal besser als Robin Koch. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Oder ich weiß nicht, welchen vierten Innenverteidiger, Waldemar Anton, spielt sicherlich eine super gute Saison. Ob du ihn dann aber gleich in vierte Innenverteidiger, ganz ehrlich, drückt der Spieler sowieso nicht. Selten, aber du hast vier. Also du hast vier Plätze, darum geht's ja. Ne? Und denn davon dann muss der Mats einen haben. Ja. Hast du diese Rettungsaktion gesehen? Ja, du warst ja am Start. Nee, du hast bestimmt weggeguckt. Nein, ich habe sie gesehen. Du sitzt ja auch in München relativ weit weg. Diese Dramaturgie, sprich, wie hoch er sein Bein bekommen hat, dass der Ball ihn dann vom eigenen Fuß noch in die Hand springt. Das haben wir tatsächlich in der Live-Version jetzt so herausragend nicht sehen können. Und das hat das Ganze natürlich noch bemerkenswerter gemacht am Ende. Ne? Er hat ja gesagt, der Ball war in seiner Hand. Ja, das ist glaube ich auch unstrittig. Aber ich glaube, es gilt immer noch die Regel, wenn du dich selber anschießt, kann es kein strafwürdiges Handspiel sein, ne? Glaube ich. Ich finde es richtig. Also es gab schon diese Elfmeter. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, natürlich. Diese Aktion hatte keinen Elfmeter verdient. Ist es einfach. Von daher. Absolut korrekt. Und wenn du mal hochspringst, dann wirst du ja auch sehen, du kannst ja nicht. Du nimmst Schwung und wo gehen dann deine Hände automatisch hin? Die gehen automatisch so nach oben. Ich würde sagen, wenn wir beide das machen, könnten ja kaum ausholen. Ich habe sehr gestaunt, wie hoch der sein Bein noch bekommen hat. Ja, mit 35. Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht gefährliches Spiel dann eher ein Thema gewesen wäre, aber dafür war die Distanz. Das hat doch der Schiedsrichter nach dem Spiel nochmal explizit erklärt. Und er war eindeutig der Meinung, nee, für ihn war das kein gefährliches Spiel, da war noch genug Platz dazwischen. Ja. Und kann ich auch mitgehen, muss ich ehrlich sagen. Finde ich auch.
überragende Aktion. Das ist eine Aktion, da reden wir vielleicht auch in ein paar Jahren noch drüber. Ja, ich habe es so geschrieben. Das ist so eine Verteidigungsaktion, über die sich auch, ja, da wird die Jahre später sich noch jeder daran erinnern, so wie bei Benders Grätsche, wo der Ball dann an den Pfosten geht. Oder der Koks da auf der Linie in Manchester. Ja. Stark. Das ist was für die Geschichtsbücher gewesen, ja. Du warst also bei einem historischen Fußballspiel. Ja. Ja, wer weiß, wenn wir jetzt die nächsten 9 Jahre wieder sehen werden, dass dann Borussia Dortmund jedes Auswärts-Bundesligaspiel verliert, dann ist das wirklich historisch. Ich glaube nicht. Was mir, also ich habe nicht alles von dem Spiel gesehen, das muss ich ganz offen zugeben, denn ich war in der Bretagne und da hat man fast kein Internet. Aber hast du da einen gewissen Handballclub geguckt? Ja, das war überragend, das muss ich wirklich sagen. Ja. Das war wirklich, ja. Also da sind ja wirklich in Frankreich die Leute beim Frauenhandball dermaßen dahinterher. Wirklich. Und Brest selber, die lagen zurück nach 10 Minuten 9-1. Mhm. Und trotzdem, die Fans haben 60 Minuten so fast durchweg Gas gegeben. Das fand ich sehr bemerkenswert. Viele Kinder auch in der Halle, auch immer sehr auffällig. Nicht schlecht. Jedenfalls, was mir aufgefallen ist auch, weil du das eben gesagt hast, was von Riasson gesprochen. Klar, der hat natürlich auch noch das Tor geschossen, dann zum 2-0. Aber auch, was ich alles so gelesen habe, dass der Fokus beim BVB für das Spiel unglaublich hoch war und dass sie anscheinend, du hattest ja auch dieses Gefühl, ja, vielleicht geht da was. Nicht unbedingt ein Sieg, aber ich glaube, das war auch das Gefühl bei den Spielern und wenn du diesen Glauben daran hast, dann bist du natürlich auch in der Lage, andere Leistungen zu bringen. Oder liege ich damit falsch? Ja, das eine baut ja auf dem anderen auf. Ne? Kommst du gut ins Spiel und du machst dann ein frühes Tor. Sie haben also einige Male schon in München sehr, sehr offensiv auch begonnen, beziehungsweise dann auch versucht, Nadelstiche zu setzen. Ja, ich kann mich an diesen Pfostenschuss von Dahoud mal in einem Spiel erinnern. Dahoud, ja. Es gab mehrere Spiele, wo sie eigentlich gut drin waren. Und wenn du dann das Tor machst, gibt dir das baut sich dann ja aufeinander auf. Das gibt dir dann Sicherheit und so war das in dem Spiel auch. Und du hast dann auch in den Situationen, wo du eben nicht alles verteidigt bekommst, Glück gehabt. Ja, also dieses Ding, was der Kane versiebt, das wird ihm, glaube ich, von 10 Malen auch nur einmal passieren, wenn überhaupt. Das war so frei und so klar. Ich glaube, den hat er vorher schon abgehakt. Das war das Riesenproblem. Und dann kann natürlich die Dynamik auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen, weil dann fällt das 1-1 in der, was war das, 30., 35. Minute, glaube ich. Also es ist alles auch gut gelaufen, aber sie haben sich dass es gut gelaufen ist, auch eben verdient. Dadurch, dass sie nicht nachgelassen haben, das war eben das große Plus gegenüber anderen Spielen, dass sie eben auch stabil geblieben sind nach der Pause. Bayern kam dann ja tatsächlich noch mal ein bisschen, du musst aber eigentlich durch Hummels Schuss, glaube ich, der ging so ein bisschen knapp vorbei. Dann hattest du diese Riesenchance von Metscher. Die muss eigentlich das 2-0 ja sein. Dann kannst du dir das Zittern auch so ein bisschen ersparen. Also man hatte am Ende aber jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass die Bayern auf jeden Fall noch das 1-1 machen. Das hatte ich zum Beispiel bei diesem Spiel in Leverkusen, wo Dortmund ja auch geführt hat. Da war Leverkusen aber so dominant, dass ich gedacht habe, irgendwann fällt dieses Tor. Das hat man bei den Bayern gar nicht so sehr gehabt. Und dann auch mit dem knappen Abseits bei dem 1-2. Wer weiß, was dann nochmal in der Nachspielzeit passieren kann. Ne? Abseits ist Abseits. Ja, ist auch egal, ist auch korrekt gewesen und von daher alles gut. Bloß da kann so eine Dynamik eben nochmal entstehen. Ne? Und das haben sie aber gar nicht zugelassen. Und da haben sie sich selber auch dann belohnt. Oder es war die Belohnung für das Spiel, was sie auch abgeliefert haben. Am Ende 3 Punkte. Kein Gegentor bei den Bayern. Absolut wunderbar. Alle haben sich abgefeiert dafür, muss man sagen. In einem richtigen Ausmaß. War es dir zu viel? War das passend? Ja, nein, du gewinnst nicht alle Tage bei Bayern München. Das muss man dann auch schon genießen. Und diese Mannschaft hat ja nun auch richtig viel Druck gehabt. Sie hat oft nicht gut gespielt, hat dafür richtig viel Kritik einstecken müssen. Und ich finde, wenn du dann in so einem, das war ein Statement, sehe ich, das ist eindeutig. Weil du bist ja, das hat ja Sebastian Kehl sogar so angedeutet, es war nicht unbedingt eingeplant, dass wir hier 3 Punkte holen, so war das ja vorsichtig formuliert. So im Klartext heißt es ja ganz was anderes. Wir wissen wahrscheinlich, dass wir hier verlieren. Und dann haben die Leipziger nur unentschieden gespielt. Du wärst trotzdem auf Platz 5 abgesackt. Und stattdessen hast du jetzt einen Vorsprung von 3 Punkten. Das ist ja das eigentlich, was viel, viel wichtiger war, als jetzt mal bei Bayern zu gewinnen. Das ist für die Moral gut und für das Gefühl gut. Tabellarisch ist ja viel wichtiger, dass du jetzt 3 Punkte vorhast und du hast alles in der eigenen Hand.
gut, wenn du natürlich, muss natürlich auch noch nach Leipzig, aber wie gesagt, das, die Voraussetzungen sind jetzt für den wichtigen April sind jetzt ganz anders. Ich glaube, dass sie jetzt mit einer ganz anderen Einstellung nach Leipzig fahren werden, wenn sie wissen, sie haben bei den Bayern gewonnen. Du hast ja bis dahin noch vorher drei andere Spiele. Ja, dann kann das fünf. Kann auch Spielte fünf. Ja, mit Madrid dann fünf Spiele sogar, das stimmt. Aber also mit Barcelona und PSG dann sogar sechs. Nee, das ist vorher. Das ist Leipzig ist vorher. Entschuldigung. Glaube ich zumindest. Also Leipzig ist Ende April. Ist nicht das erste Spiel Halbfinale noch im April? Das kann ich jetzt gleich nachgucken. Kannst du gleich mal schnell nachgucken. Ja. Habe ich jetzt so aus. Also, das sind ja so Spiele, mit denen man sich so im weiteren Voraus noch nicht befasst, weil man nicht so davon ausgeht, dass man da noch spielt. Du bist aber auch pessimistisch. Nee, ich verstehe das schon, aber ja. Halbfinale. Ah, 1. bis 1. Mai. Mhm. Ja, ist also nach Leipzig. Ja, gut. Ja, die nächsten 4 Wochen. Die werden dann logischerweise die Entscheidungen bringen in vielen Bereichen. Das ist so. Das ist ja nicht immer so, aber dadurch, dass du jetzt natürlich so ein knackiges Programm hast, war das jetzt wirklich schon mal ein super Statement zum Anfang der ganz heißen Phase. Ja, das war absolut ein Statement und das hat natürlich auch Spaß gemacht, glaube ich, für viele. Ultras sind aber abgereist, da gab es irgendwie Probleme, ne? Ja, die hatten offensichtlich Fahnen, so irgendwelche Schwenkfahnen, die nicht den Brandvorschriften entsprachen. So aber die sind doch nicht zum ersten Mal in München gewesen. Vielleicht haben sie andere oder vielleicht hat die Feuerwehr genauer hingeguckt. Also angeblich ging es von der Feuerwehr aus. Und es hätten theoretisch einige, glaube ich, reingekonnt. Dann hat man sich aber solidarisiert, ist dann, glaube ich, geschlossen nicht reingegangen. Einige sind sogar abgereist vor dem Spiel, habe ich gehört. Ja. Ja, ich stelle mir das immer nur so vor, du fährst da 7 Stunden oder 8 Stunden mit dem Bus hin und dann musst du darauf warten, bis die anderen dann, die im Stadion vielleicht sind, auch noch rauskommen und dann fährst du wieder zurück und hast das Spiel nicht gesehen. Und dann gewinnen sie auch noch. Ne? Das ist schon bitter gewesen. Ja, also ja. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass die Bayern offensichtlich das irgendwie registriert haben und dann auch still waren. Aber vielleicht waren sie auch nur still, weil ihre eigene Mannschaft so schlecht gespielt hat. Das kann natürlich sein. Dirk, welchen... Oh, er trinkt jetzt was? Ja, ich wollte mal eben einmal, ich durfte das aus Werbegründen nicht eben was? In die Kamera halten, aber jetzt... Ich trinke ja einfach nur ein stilles deutsches Wasser. Jetzt ist der Techniker gerade weg. Ah ja, ja, genau, zum Glück. Der Techniker, sagt er zu unserem guten Regisseur und Kollegen Kevin Kiska. Ich trinke auch was. Du kannst was sagen, Dirk. Noch Abschlussplädoyer zu dem Spiel in München. Warte, ich stelle die Frage anders. Welchen Spieler des FC Bayern hättest du außer Leroy Sané noch aus dem Stadion geprügelt? Ja, das ist ja jetzt nicht so unbedingt, Gott sei Dank, unser Thema. Davies war natürlich richtig schlecht, auch ziemlich von der Rolle. Goretzka fand ich nicht gut. Ja, eigentlich waren die, also Kane war Kane, der hat dann ja auch seine Szenen noch gehabt. Müller war nicht im Spiel. Musiala hatte, glaube ich, also Tuchel hat zumindest nachher so gesagt, enormen Kräfte, hat unheimlich müde wohl vorher gewirkt, wollte aber unbedingt spielen. Dann hat er natürlich auch noch richtig einen mitgekriegt, das muss man ja auch mal sagen. Auch eine Szene, weiß nicht, da hätte es vielleicht in anderen Spielen auch so einen VAR-Eingriff mal gegeben, ne? Ich weiß es nicht. Ach, war fast Ball gespielt, willst du jetzt sagen, ne? Ja klar, der Ball gespielt. Das ist immer schön. Vor dem Spiel lief mir Manuel Gräfe über den Weg. Ah! Der rannte da unten auch rum. Und es ist natürlich dann schön, er hat dann, glaube ich, nachher sowas geschrieben wie, ja, korrekt, da keine rote Karte zu geben, weil das Trefferbild lässt den Schluss zu irgendwie so, dass es kein harter Treffer war. Also da frage ich mich jetzt, haben die irgendwo eine Messung? Hat er den jetzt mit 30 km/h oder mit 50 gestorfen? Ja, ich glaube, er meint damit die Art und Weise, also wie er auch zum Ball gegangen ist, dass er den Ball auf jeden Fall auch spielen wollte und es nicht darum ging, den Gegner irgendwie aus dem Leben zu treten. Ja, aber das Resultat war ja, also das, boah, als ich die Zeitlupe gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Schreck, jetzt wird es einen Eingriff geben und dann gibt es eigentlich auch nur eine Entscheidung.
Ich fand es schon ziemlich. Auch da hat der Schiedsrichter hinterher gesagt, ich weiß, für ihn wäre es keine rote Karte gewesen. Das passte so ein bisschen zu seiner Linie. Das ist dann auch okay, weil er hat ja am Ende die Entscheidungsgewalt. Und wenn es dann keine klare Fehlentscheidung ist, kann er sie so bestehen lassen. Das passte so ein bisschen zu seiner Linie. Ich fand den Treffer natürlich. Das war keine Absicht, eindeutig. Der wollte zum Ball gehen, kam einfach ein bisschen zu spät. Aber er hat ihn natürlich an der Achillessehne voll erwischt. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Da ist so eine Dynamik drin in diesen Aktionen, das kannst du nicht verhindern. Und das ist keine Absicht von den meisten Spielern, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem sieht es dann oder sah es dann in diesem Moment. Ich habe erst gedacht, was hat der Musiala jetzt? Und ich war eigentlich sehr froh, dass er wirklich getroffen worden ist, weil ich hätte das nicht gut gefunden, wenn der jetzt auch noch Schauspiel hat. Bitte um kurze Antwort, Dirk. Vergangene Woche habe ich hier gesagt, dass ich sehr optimistisch bin, was die Spiele gegen Stuttgart, Leverkusen und Leipzig angeht. Da war mein Tipp 7 Punkte aus den 3 Spielen. Oh, guckst schon so kritisch. Wie viele Punkte gibst du dem BVB? Ja, dass du das vor dem Spiel gesagt hast, finde ich jetzt sehr mutig. Stuttgart, Leverkusen, Leipzig, 4. Oh, okay. Zu Hause, Niederlage gegen Leverkusen. Ja, wenn Leverkusen an dem Tag Meister werden kann, ich glaube, dann ziehen die das Ding. Oh, das wäre natürlich heftig, wenn man hier sieht, wie Leverkusen im Stadion Meister wird. Das wäre richtig heftig. Aber ich glaube auch, dass 13 Punkte Vorsprung. Ich glaube auch, dass Stuttgart sehr, sehr schwierig wird. Weil da gehen, glaube ich, gefühlt ja doch die meisten davon aus, dass das noch das Spiel ist, was du auf jeden Fall gewinnen kannst oder auch musst. Ich glaube, dass es schwierig wird. Ich glaube aber, dass am Samstag im Stadion eine dermaßen überragende Atmosphäre herrschen wird über 90 Minuten auch im Vorfeld, dann wie gesagt, es soll tolles Wetter werden und ich gehe vorher schön in den Garten, Bratwurst essen, ja, so. Ja, ja nee, die Rahmenbedingungen sind natürlich wie gemacht, aber das waren sie ja am 27. Mai auch, ne? Da war auch schönes Wetter, da war auch große Vorfreude. Ja, schwer zu sagen. Aber Stuttgart muss ich jetzt sagen auch, ich habe den Zusammenschnitt gesehen, wie sie dann tatsächlich dran geblieben sind. Muss ein geiles Spiel gewesen sein gegen Heidenheim. Und dieses Tor dann am Ende ja nicht erzwungen haben, sondern einfach auch ruhig geblieben sind. Das ist ja dann auch Leverkusens Teil. Das haben die ja mittlerweile zum Qualitätsmerkmal für sich entwickelt. Da musst du ja wirklich. Der sogenannte Bayer-Dusel. Das ist kein Dusel. Es ist wirklich kein Dusel, nein, weil sie Qualität einfach, aber weil sie dran glauben, ne? Und weil sie ruhig bleiben in Drucksituationen. Ne? Aber wie sie die Tore auch ausspielen, die Das leck mich an der Fett. Ja. So. Hörerfragen. Bist du bereit, Dirk? Ja. Das wird großartig, denke ich. Oh, in einem anderen Podcast wurde davon gesprochen, dass Mislintat ein Berater wird. Ob wir das bestätigen könnten? Nee, das würde mich auch sehr wundern, wobei man jetzt einfach mal definieren müsste, heißt denn Berater? Aber so eine Rolle wie zum Beispiel Matthias Sammer als Berater hat, das würde dem Mislintat nicht reichen. Also der will schon Entscheidungsbefugnisse haben. Kaderplaner. Ja, hier schreibt auch jemand, ich habe mal gelernt, viele Köche verderben den Brei. Die BVB-Hydra bekommt aber gefühlt immer mehr Köpfe. Ist das noch sinnvoll? Kann man darüber streiten, wenn man aber sieht, wie umfangreich das Aufgabengebiet zum Beispiel von Sebastian Kehl ist, wenn du dich um den Kader kümmern musst, wenn du dich beim Training sehen lassen musst, wenn du in der Kabine sein musst, damit du das Gefühl dafür bekommst, wie ist die Stimmung gerade, wer hat was gegen wen, wo, bei wem hakt es gerade. Dann noch die ganze Kaderplanung machen muss, sprich, du triffst dich dauernd mit Beratern und so weiter und dann aber noch als Sportdirektor auch die gesamte Struktur des Vereins, die Verzahnung zum Nachwuchs, die Verzahnung zu U23, dich dauernd mit Medizinern in Sitzungen triffst, das ist eigentlich ein Job, das ist zu viel für einen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich eins der Probleme. Dass Sebastian Kehl sich vielleicht ein bisschen zu viel auf die Schultern geladen hat. Und in diesem Fall würde ich jetzt nicht sagen, dass das dann mit den vielen Köchen zutrifft, sondern dass es eher vielleicht für Entlastung sorgen kann und damit sogar förderlich ist. Wenn man das hinkriegt, dass man auch gegenseitig sich vertraut und dem anderen auch dann eben Felder mal überlässt. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Ja, gut, verstehe. Ich wollte gerade irgendeinen
Vergleich verbalisieren, aber mir fiel keiner ein. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Denkt man vielleicht auch darüber nach, Ricken zu befördern? Ich glaube tatsächlich nicht und ich glaube, der will das auch nicht. Das ist mein Gefühl. Ja, ich glaube, der fühlt sich sehr, sehr wohl, dass er nicht komplett so in diesem Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, was dann eben, wie man jetzt in dieser Saison ja auch mitbekommt, oft auch Kritik bedeuten kann. Und der macht seine Arbeit wirklich so ein bisschen fernab der Öffentlichkeit. Er taucht natürlich immer mal wieder aus, wenn es um Themen geht, welchen Nachwuchsspieler sie holen oder welcher vielleicht den Sprung schaffen könnte. Aber ansonsten kann der relativ unbeachtet von der Öffentlichkeit seine Arbeit tun und ich glaube, das gefällt ihm. Viele Fragen. Wer jetzt der CEO Sport wird, wie Colin es formuliert, wie kann es eigentlich sein, dass ein Verein wie der BVB dafür nur zwei realistische Kandidaten hat? Das zeigt doch wieder nur die fatale Planung. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die Frage ist bestimmt dann geschrieben worden, bevor Krösche in Frankfurt verlängert oder bevor das bekannt wurde. Vor 20 Stunden. Ja, das kommt ungefähr hin. Ne? Aber er meint, er hat es nicht geschrieben, wen er meint. Nein, also wen Kehl er meint ist, nicht. Kehl ist logisch und dann einen externen, ja. Ja, vielleicht hat sich, würde jetzt mal, ich vermute, ich wage jetzt mal so den Sprung in die Vermutung, vielleicht hat sich das ja mittlerweile auch rumgesprochen, dass Dortmund schon auch ein spezielles Pflaster ist mit einer internen Struktur, die vielleicht auch nicht jedem gefällt, der von außen kommt. Auch mit sehr hohem Druck, was Öffentlichkeit und so angeht. Vielleicht hat sich das so ein bisschen rumgesprochen und einige überlegen sich, dass sie dann vielleicht das gar nicht so unbedingt für sich brauchen. Man sollte immer meinen, ne, dass das eigentlich ja so ein Posten ist bei so einem großen Verein, dass das reizvoll ist. Ne? Aber es ist, glaube ich, tatsächlich... Vielleicht ist es die aktuelle Gesamtkonstellation, dass der ein oder andere sagt... Du weißt noch gar nicht, wo geht es jetzt eigentlich richtig genau hin. Du hast einen Teilumbruch auf dieser Ebene ja hinter dir, als Michael Zorc gegangen ist. Jetzt steht aber dann der wahrscheinlich noch größere Umbruch an, wenn Hans-Joachim Watzke dann tatsächlich aus der Verantwortung abtreten sollte. Aber tut er das am Ende wirklich? Hält er dann nicht trotzdem immer noch seine Finger in den Topf? Ich kann mir ihn eigentlich kaum vorstellen als jemand, der nur noch auf der Tribüne sitzen und meckern über die, die es zu verantworten haben. Da muss er erstmal Karten kriegen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, vielleicht steht er schon auf einer Warteliste oder sowas. Ich glaube auch. Aber er ist natürlich schon einer, der wirklich so stark ist in diesem Verein, dass es vielleicht auch Leute gibt, die sagen, ja, wenn ich dann in diesem Konstrukt mich selber gar nicht so gut entfalten kann, weil er dann immer noch mitmischt. Ist ein bisschen Spekulation, aber das sind vielleicht Gedankengänge, die dann auch mögliche Leute haben. Es ist auf jeden Fall, finde ich, wäre es wichtig, wenn es jetzt, sagen wir mal, schnell eine Entscheidung gibt. Du hast ja das Problem, dass du mit Mislintat eigentlich klar bist, aber du kannst es noch schwierig verkünden, weil du musst ihm ja eine Position geben und du kannst ihm ja nicht sagen, der wird unser Sportdirektor, wenn du mit deinem jetzigen Sportdirektor noch gar keine Zukunftsentscheidung getroffen hast. Das ist schwierig. Dann müsstest du sagen, er wird technischer Direktor oder irgendwie Kaderplaner oder wie auch immer. Also da lässt sich sicherlich auch ein Name für finden, aber eigentlich wäre die logische Reihenfolge ja die, dass zuerst diese neu zu besetzende Position verkündet wird. Und ja, oder man zuerst verkündet, man trennt sich von Kehl. Ja, wie auch immer. Das hängt ja miteinander zusammen. Also entweder wird er befördert oder man muss sich wahrscheinlich von ihm trennen. Also ich glaube nicht, wo soll er sonst auch bleiben, ne? Ja. Das ist die aktuelle, durchaus knifflige Situation. Holt Mislintat als erste Amtshandlung Roberto Di Zerbi? Nee, das glaube ich nicht. Ich habe das mal versucht abzuklopfen, so wie es generell aussieht mit ausländischen Trainern. Und was ich immer so gehört habe, war sehr, sehr wichtig, dass er gut Deutsch spricht. Das ist bei ihm, glaube ich, nicht der Fall. Ne? Wäre mir neu. Da spreche ich ja auch gegen deinen Favoriten, ne? Wer war mein Favorit? Antonio Conte. Ach so, jetzt kommst du wieder mit der Nummer. So fangen wir hier gar nicht erst an. So fangen wir hier gar nicht an. Pass auf, ich habe nur damals gesagt, dass ich es erstaunlich finde, dass der BVB nie große Trainer verpflichtet. Mhm. Sondern sie sind seit jeher
eher mit kleineren Lösungen unterwegs gewesen. Als Ottmar Hitzfeld kam, war das keine große Lösung. Ist zu einem großen Trainer geworden in Dortmund, gar keine Frage. Als Jürgen Klopp kam, war das keine große Lösung. Der ist zu einem großen Trainer in Dortmund geworden. Tuchel, kann man auch drüber diskutieren, ist nicht in Dortmund komplett zum großen Trainer geworden, aber danach zu einem großen Trainer geworden. Ja. Ja, spätestens dann. Vielleicht auch schon in der Dortmunder Zeit war klar, das ist ein sehr, sehr guter Trainer, hat ja auch in Mainz einen super Job gemacht. Aber insgesamt gehen sie halt nicht mit den großen Trainern. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Antonio Conte überhaupt in Erwägung ziehen würden. Weißt du, welchen einfachen Grund das, glaube ich, auch hat? Geld? Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz kein Thema. Ja, was dann du kannst du Nagelsmann auch nicht holen. Ja, aber ich glaube, Nagelsmann könntest du vergleichsweise noch günstiger bekommen. Also, was verdient Conte? Oder was möchte der verdienen? Was willst du schätzen? Keine 15? Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Wobei, die Frage ist ja auch immer, ja, will der zu irgendeinem durchschnittlichen Team in England gehen und da 15 Millionen verdienen? Oder will er einen erfolgreichen oder großen Verein trainieren? Weil Antonio Conte hat bald auch alles durchgefühlt. Da wartet nicht mehr so viel auf ihn. Ja, ich kann das nicht beurteilen, wie der tickt und was für ihn ein großer Verein ist. Ist es dann nur der Name, das Stadion, die tollen Fans oder müsste es auch eine tolle Mannschaft sein? Und kann er ja eine tolle Mannschaft draus machen. Ja, das wäre doch zum Beispiel auch eine Geschichte, die er aber auch in England machen könnte. Er könnte ja dann auch zu einem Verein gehen. Zu viel Konkurrenz. Ja, zu viele Konkurrenz, das weiß ich. Aber ja, wie auch immer. Also ich glaube, also, entschuldige, aber guck mal, wo Manchester United aktuell in der Tabelle steht, wo Chelsea steht in der Tabelle. Du hast Man City, Liverpool und Arsenal, dahinter Aston Villa, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und noch ein paar andere Mannschaften, Newcastle auch sehr ambitioniert. Es ist so schwer, in England Mannschaften nach oben zu bringen. Ja, das ist Tottenham richtig. Auch. Mhm. Also, das ist in England deutlich schwieriger als vielleicht in Deutschland, das stimmt. Wobei du mittlerweile ja die Breite in der Spitze ist dichter geworden. Ist dichter geworden. Ja gut, es trennen zwei Punkte die ersten drei in England. Ja. Ja, aber guck mal, du hast Leverkusen, die vielleicht nicht dann so ein herausragendes Jahr wieder spielen werden. Aber ich glaube, davon gehe ich auch aus. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall stabil auch. Wenn jetzt Alonso noch bleibt, und das hat er ja gesagt, dass er bleiben wird, dann werden die im Sommer nochmal den ein oder anderen Spieler kriegen, den sie sonst nicht bekommen hätten. Da bin ich absolut sicher. Sie müssen vielleicht auch ein oder zwei abgeben, aber Wirtz wird bleiben zum Beispiel. Das ist ja natürlich auch so ein Puzzlestück. Dann Grimaldo wird bleiben. Die Truppe wird gut bleiben und sie wird auch dann im kommenden Jahr ein ernsthafter Konkurrent bleiben und darum geht's ja. Früher hast du Bayern Dortmund gehabt, dann hinter fiel das Feld schon deutlich ab. Jetzt hast du mittlerweile tatsächlich auf dem Niveau noch Leverkusen und Leipzig dazu und mal gucken, wie sich Stuttgart verändert und ob es noch eine Überraschung gibt wieder. Keine Ahnung, das würde ich jetzt, sehe ich jetzt erstmal nicht, auch nicht Frankfurt oder so, da fehlt dann doch noch einiges. Aber du hast Die ersten fünf sind schon mal relativ stabil. Die ersten vier, fünf, die... Wobei ich noch sehen will, wie Stuttgart das dann hinterher löst mit Champions League Spielen. Das wird ein Thema sein, auf jeden Fall, ja. Das wird ein Thema sein. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass die Herangehensweise ist, glaube ich, dann doch eher die, dass man versucht, deutsche Trainer zu bekommen, die gut Deutsch sprechen. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass das eine Maxime auch von Hans-Joachim Watzke ist. Und es ist ja auch überhaupt noch gar nicht klar. Also meine Vermutung ist eigentlich, wenn das nicht voll in die Hose geht jetzt im April, dann wird Edin Terzic bleiben. Und dann muss man auch sagen, hat das auch verdient, weil wenn sie Platz 4 verteidigen und dann werden sie insgesamt, um das zu verteidigen, müssen sie ja noch punkten und dann werden sie eine gute Rückrunde gespielt haben und dann weiß ich nicht, ob es dann den großen Grund gibt. Vielleicht braucht man auch mal ein bisschen Geduld. Also ich bin jetzt durchaus jemand, der auch gerne gesehen hätte, wenn es eine klar erkennbare Weiterentwicklung früher gegeben hätte. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob wir diese Stabilität noch bis zum Ende der Saison sehen werden. Aber er hat es im vergangenen Jahr hinbekommen mit einer sehr guten Rückrunde. Er hat es in seiner ersten Interimszeit, hat er auch eigentlich die letzten 8 Spiele, glaube ich, gewonnen. Das sah ja mit zwischendurch auch gar nicht gut aus. Er hat angekündigt, dass es jetzt besser werden wird und es ist besser geworden, zumindest was die Ausbeute angeht. Ist völlig offen, glaube ich. Also das ist ja so auch so ein Punkt. Ne? Du hast sehr, sehr viele offene Themen zurzeit noch rund um die Mannschaft und abgesehen davon, dass du auch in der Mannschaft ja sicherlich was verändern willst.
Und ich finde, es wird jetzt so ein bisschen Zeit, dass man, wenn man sich richtig konzentrieren will auf diesen Schlussspurt, dass man vielleicht mal auch jetzt langsam Lösungen präsentiert. Das wäre schon schön, weil ansonsten wirst du immer wieder, guck dir unsere beliebten Freunde mit den vier großen Buchstaben an. Die haben jeden Tag eine andere Richtung. Dann bleibt Kehl, dann sieht es gut aus. Jetzt sieht es gerade nicht gut aus. Jetzt sind die Gespräche mit Miss Lindert in der finalen Phase. Sie waren es aber schon letzte Woche, da war eigentlich auch schon alles klar. Du hast jeden Tag Schlagzeilen und ich weiß nicht, ob das immer so an der Mannschaft auch vorbeigeht. Ja, da hast du natürlich einen interessanten Punkt getroffen, weil, ja, natürlich kriegen die das mit, ist ja gar keine Frage. Andererseits musst du natürlich auch dir die Sorgfalt und die Zeit nehmen und es gibt ja nur noch Gründe, warum man lange überlegt. Ne? Dann, ich glaube, die Tendenz ist ganz klar die, dass Hans-Joachim Watzke schon gerne in der Konstellation eigentlich weiterarbeiten würde, plus in Miss Lindert dann noch einen Menschen mit Stallgeruch und Erfahrung als Kaderplaner dazu holen würde. Das wäre, glaube ich, seine Wunschvorstellung. Aber hängt natürlich auch davon ab, wie die letzten Spiele jetzt verlaufen im April. Ne? Wann kann man sagen, ob der fünfte Platz für die Champions League Quali reichen würde? Wenn Bayern gegen Arsenal weiterkommt, Real gegen City und auch der BVB das Halbfinale erreicht, kann uns England dann noch überholen? Die haben noch viele Mannschaften in den anderen Wettbewerben. Zum Beispiel West Ham. Ja, West Ham. Also von daher, das ist nicht so einfach. Da muss schon viel passen. Rein theoretisch geht das, dass Deutschland den fünften Platz bekommt. Sollte man sich aber nicht drauf verlassen. Wir haben ein paar Fragen, glaube ich, schon beantwortet, ohne sie zu stellen. Zum Beispiel gibt es ja das Zitat, Kehl brauche noch Zeit. Und Matteo schreibt, Watzke hat seiner Meinung nach Schwierigkeiten loszulassen und so weiter und so fort. Und Personalie Hummels, naja. Süle-Verkauf im Sommer ein Thema? Glaube ich nicht. Auch da vielleicht abhängig von der Trainerfrage und von der Konstellation. Also das ist ja das, was ich gerade sagte. Du hast viele lose Enden. Ja, also es gibt sicherlich auch Spieler, die ihre Zukunft so ein bisschen vielleicht vom Trainer abhängig machen. Ich glaube, es gibt einige, die nicht zufrieden sind gerade. Yusuf Amokoko, das ist logisch. Das sind in der Regel immer die, die nicht spielen oder nicht viel spielen. Aber bei uns ist Herr Gröger unzufrieden, weil der nie hier eingeladen wird. Ja, warum machst du es denn nicht? Der hat ja selten Zeit. Ach so. Der hängt immer in Brake. Er ist unzufrieden, aber beschwert sich darüber, dass er nicht eingeladen wird. Okay. Nein, Spaß beiseite. Also theoretisch hast du ja als Trainer immer die Hälfte der Kabine gegen dich. Und da wird es, also gerade so, was diese Sturmthematik angeht, du wirst, glaube ich, nächstes Jahr nicht mit 3 Stürmern in die Saison gehen. Das ist ja auch nicht nötig. Ah, jemand hat gefragt, sind Allaire und Metscher die Joker für den Rest der Saison? Ja, Haller wird über diese Joker-Rolle, glaube ich, nicht hinauskommen. Ich habe zumindest so den Eindruck in den Minuten gehabt, die er da war. Das Tor macht er sehr gut. Da behält er einfach die Ruhe. Aber ansonsten, was so Dynamik und so weiter angeht, habe ich immer noch so ein bisschen... War jetzt sein erster Einsatz. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl... Aber für die Elfenbeinküste hat er die Buden gemacht. Ja, das ist... Es kommt nicht von ungefähr. Und ganz ehrlich, nichts gegen Niklas Füllkrug. Aber diese Ruhe, die er in der Situation ausgestrahlt hat, um den Ball dann nochmal auf Reaston zu legen, auch schön mit dem Außenriss, genau perfekt vom Timing, das ist keine Niklas Füllkrug-Szene. Das ist eine Allaire-Szene einfach. Deswegen. Ja, deshalb hat sich die Einwechslung ja auch gelohnt. Ich hatte gedacht, was ist das jetzt wieder für ein Signal? Ich meine, du musst ja als Trainer immer gucken, welche Signale sendest du aus an wen? Ne? Was ist das für ein Signal für Yusuf Amokoko? Haller war lange verletzt, kommt dann wieder und... Das ist aber ein ganz anderer Spielertyp. Ja, deswegen es passt da auch in der Situation, will ich ja gar nicht bestreiten. Nee, alles gut. Ich finde nur, dass sich dann andere Spieler meines Erachtens nicht wundern dürfen, wenn sie nicht eingesetzt werden. Das musst du dir ja mal abschminken, dass sie da analytisch rangehen. Die sehen, ich spiele nicht und sind der Meinung, sie müssen spielen. Das ist deren einziges Denken. Das kann ich auch verstehen, weil Yusuf Amokoko zum Beispiel muss sich ja wirklich Gedanken machen. Also ich glaube nicht, dass, ohne dass ich das jetzt beweisen könnte, aber ich habe mein Gefühl, sagt mir, Enetersic vertraut ihm nicht so richtig. So, das kann sich schnell ändern, wenn er mal wirklich explodieren sollte im Training, aber da müsste es auch mal über lange Zeit tun. Aber also wenn Enetersic Trainer bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass Yusuf Amokoko sagt, da muss ich mir Gedanken machen. Simon grüßt aus der irischen Hauptstadt. Dublin. Ja, genau, sehr gut. Und
Ja, über Alternativen für Tessic im Sommer, ich will nicht sagen, haben wir drüber gesprochen. Die Frage ist, wie viele gibt es da wirklich? Wie viele gibt es da wirklich? Sag's doch mal. Eigentlich ist doch nur Nagelsmann, oder? Ja, ich glaube, Nagelsmann wird richtig, richtig schwer. Vor allen Dingen jetzt mit der Entscheidung, dass Alonso in Leverkusen bleibt. Wäre der jetzt zu einem dieser großen Vereine gegangen, die gerade suchen, dann wäre natürlich in Leverkusen wieder was frei geworden. Auch keine uninteressante Trainerstelle, finde ich. Das hätte ja so einen Dominoeffekt aus. Aber dieser Dominostein ist jetzt nicht gefallen. Jetzt versucht man ja angeblich schon in Barcelona zum Beispiel Xavi wieder zu überzeugen, dass er doch weitermacht. Weil die haben natürlich alle das gleiche Problem. Ne? Es gibt nicht so viele gute Trainer auf dem Markt. Und Nagelsmann wird sich am Ende einen Club aussuchen können. Und ich weiß nicht, ob seine Wahl dann auf Dortmund fällt. Ich bin mir auch noch gar nicht sicher. Er hat das ja so ein bisschen kryptisch bei der Nationalmannschaft. Da haben wir alle so ein bisschen gestutzt. Weil er hat ja immer am Anfang erst gesagt, ich bin Vereinstrainer, dafür bin ich noch zu jung. Ich will den täglichen Geruch des Rasens und so. Und von daher sei das ja alles eine ganz klar definierte zeitliche Geschichte beim DFB. Und danach wäre er wieder Vereinstrainer. Jetzt hat er ja dann beim letzten Lehrgang ganz klar gesagt, dass er sich das auch anhört. Das Problem ist, Dirk, er muss sich vor der Europameisterschaft entscheiden. Das sollte er tun, ja. Kann das ja gut, der aber Grund vor der, sein? Also vor der EM kann natürlich auch bedeuten, Ende Mai, wenn die Saison rum ist, dann wissen, also natürlich werden dann die Entscheidungen auch fallen. Ja, auch in Dortmund. Wenn die Champions League verpasst wird, glaube ich, kannst du den Trainer halt auch nicht mehr halten. Nein, dann ist er weg, das ist klar. Und ja, aber immer wieder auch das gleiche Thema, du brauchst eine Alternative, eine gute. Wolfgang schreibt, heute mal keine Frage, sondern 50 Jahre Westfalenstadion und ich war damals dabei, als Schalke im Eröffnungsspiel 3:0 gewann. Präsident Günther sagte, ja, da wollen wir auch wieder hin, wo Schalke spielt, in die Bundesliga. Er hat da nicht wirklich recht behalten. Viele Grüße, wie immer aus dem Kreuzviertel. Das wollte ich nur kurz vorlesen. So. Spannendes Beispiel, wie schnell es gehen kann, ne? Missmanagement und... Oh, Schalke muss richtig aufpassen. Ja. Weil die Tabellenkonstellation in der zweiten Liga ist unfassbar gefährlich für die. Ich habe mir auch mal die Restspielpläne angesehen. Das sieht nicht gut aus. Das kann ganz böse enden. Ja, die müssen... Das ist ja immer klar, wenn du nur dich auf deine Heimspiele verlassen kannst und irgendwann funktioniert das mal einmal nicht, so wie jetzt am Wochenende, wo sie dann überlegen waren wohl, aber die Tore einfach nicht machen und auswärts so katastrophal spielst, dann wird es schwierig. Der Sieg in München, schreibt Axel, war ein Sieg der taktischen Idee, Verdichtung des Raumes zwischen den Ketten und der Positionierung von Sancho, um Davis auszuschalten, sowie Marzen den Guerrero geben zu lassen. Damit das aufging, mussten die Jungs viel laufen, 7 Kilometer mehr als die Bayern. Ja. Perfekte Analyse eigentlich. Ich hoffe, dass nun das Terzic-Bashing aufhört. Schließlich steht er in der ewigen Bundesliga-Tabelle der Trainer auf dem 4. Rang. Nur Alonso und Flick und Guardiola stehen vor ihm. Aber die hatten deutlich stärkere Kader. Kommt auch von Axel. Was meint ihr als Experten? Die haben, glaube ich, es allerdings über einen deutlich längeren Zeitraum. Also Guardiola natürlich, Flick nein. Flick nicht, das stimmt, ja. Das stimmt. Und Alonso auch nicht. Ja. Ja, ich finde, es ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Wir haben ja diverse Beispiele auch in diesem Kader zum Beispiel. Guck dir Malen an. Ich habe eine Frage gestern gesehen, da ging es, glaube ich, um Metscher. Glaubt ihr, dass das noch was wird mit dem oder so? Malen ist ja das beste Beispiel, dass es dann vielleicht im zweiten Anlauf funktioniert. Im ersten Jahr war es dann auch nicht gut. Metscher hatte viele Probleme. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Man sieht schon, dass der Potenzial hat. Ob er so gut ist, wie man sich das erhofft hat, weiß ich nicht. Da hätte ich noch Zweifel dran. Aber das ist ja beim Trainer genau das Gleiche. Terzic ist halt noch ein sehr, sehr junger Trainer, der auch Fehler macht. Na, der hat jetzt seine zweite Saison als Cheftrainer. Er hat eine Interimsmission gehabt. Er war auf der Bank bei zwei Stationen in der Türkei und in England. Das ist nochmal was ganz anderes. Und was dann so auf ihn einprasselt. Also natürlich macht der jetzt, der ist sehr, sehr jung, macht er noch Fehler. Und vielleicht macht er die in 10 Jahren nicht mehr. Und vielleicht muss man ihm ein bisschen Zeit geben. Aber was eben in diesen beiden Jahren
ja, völlig identisch war, verkorkste Hinrunde, Rückrunde wurde es dann besser. Und das ist immer die Frage, woran liegt das? Woran liegt das, dass es immer dann eine Halbserie braucht, in der dann schon alles fast verspielt ist? Das war im vergangenen Winter ja eigentlich nicht anders. Ne? Da war ja eigentlich die Saison auch schon gelaufen. Da musstest du ja eigentlich auch nur zusehen, dass du noch wieder irgendwie in die Champions League kamst. Und woran liegt das, dass diese Mannschaft ist, oder eben auch der Trainer es nicht hinkriegt, dieser Mannschaft, diese Mannschaft dann so einzustellen, dass sie ein bisschen konstanter Fußball spielt. Und ein bisschen ansehnlicher wäre auch nicht so schlecht. Also dieses München-Spiel soll jetzt auch nicht alles überdecken, was vorher eben war. Es gab halt auch genügend Gründe, warum die Kritik so groß war. Ne? Dürfen Spieler jetzt auch kiffen oder steht Cannabis auf der Dopingliste? Steht auf der Dopingliste. Ich glaube, ja. Ja, zu 100%. Das kann ich also auf jeden Fall so sagen. Also zu Mario Baslers Zeiten, glaube ich, wäre das eine schöne Geschichte gewesen. Da hätte man vielleicht sogar noch in die Kabine gedurft. Da hätte man dann wahrscheinlich keinen gesehen. Aber das hätte was gehabt, ne? Nein, es steht da auf der Dopingliste. Also wurde zu Baslers Zeiten während der Halbzeit noch geraucht? Nein. Ja, wurde während des Spiels noch geraucht, glaube ich. Ja. Da wurde während des Spiels noch geraucht. Nein, es steht zum Beispiel auch, das kann ich erklären, Aspirin auf der Dopingliste, aber Ibuprofen nicht. Wusstest du das? Nee. Ja. Da ist also irgendwas in den Tabletten anders, weil am Ende haben sie mehr oder weniger die exakt gleiche Wirkung. Aber Aspirin steht auf der Dopingliste, Ibuprofen Aspirin nicht. Aspirin ist ein reines Kopfschmerzmittel, oder? Also Ibuprofen ist ja ein Schmerzmittel insgesamt, oder? Das nimmst du ja auch, wenn du jetzt nicht... Ich nehme eigentlich nie irgendwelche Tabletten, deswegen kann ich das nicht sagen. Ist wirklich so. Ja, ich versuche diese Sachen aus mir rauszuhalten. Ja, versuche ich auch. Ich schlafe da mal ein Stündchen, dann sind meistens Kopfschmerzen. Ich habe vielleicht aber auch nur anderthalb Mal im Jahr Kopfschmerzen. Von daher habe ich da sehr viel Glück gehabt. Da hast du Glück. Wir machen kurz Werbung für unser Plus-Abo an dieser Stelle, weil der Kollege Kevin Kiska das einfach frecherweise gerade eingeblendet hat. 3 € für 3 Monate zu finden auf rn.de/bvbpodcast-angebot. Nach wie vor die einfachste Domain, die man sich dafür überlegen konnte. Oder schaut einfach vorbei auf ruhrnachrichten.de/bvb. Und ich habe eine Nachricht bekommen, denn wir haben eine neue App seit einiger Zeit. Hast du dir die App schon runtergeladen? Ja. Funktioniert. Tadellos. Besser als das Vorgängermodell, muss man wirklich sagen. Ja, das solltet ihr auch tun. Ihr solltet euch die RN-App runterladen. Da könnt ihr dann alles mobil wunderbar lesen. Natürlich auch die Plusartikel, für die ihr eben das Abo abgeschlossen habt. Und ihr dürft uns auch sehr gerne folgen auf den sozialen Kanälen Facebook und vor allem Twitter und Instagram. @dirkrampe. Wobei bei Instagram bist du eigentlich nach wie vor eher so der passive Beobachter, kann man sagen. Stille Beobachter. Der stille Beobachter, ja, genau. Aber bei Twitter findet ihr Dirk unter @dirkrampe, mich auf beiden Plattformen unter @sascha_staat und da wurde auch gefragt, das neue Sondertrikot. Was sagst du? Tu mich noch ein bisschen schwer damit. Was? Warum das denn? Ich finde es sehr gelungen. Findest du gut? Ja. Ja. Also ich bin gespannt, wie es ist, wenn ich es dann in den Händen halte, aber ich glaube, es wird ein Schlager werden, das auf jeden Fall. Ja. Was mir nicht gefällt, sind diese roten Umrandungen bei der Trikotnummer da hinten. Das gefällt mir nicht. Also insgesamt der Flock gefällt mir nicht so gut. Aber das Trikot an sich finde ich super. Hast du schon gekauft oder geordert? Nee, kann man oder? Noch gar nicht kaufen. Okay. Kann man auch noch nicht ordern. Wirst du aber. Ich glaube ja. Also mir gefällt es echt gut, muss ich wirklich sagen. Mir gefällt es echt gut. Sowieso finde ich die Trikots in den letzten Jahren, hier hängt ja auch das aktuelle. Ja gut, das war ja mit den Fans zusammen kreiert worden sozusagen. Auch das mit den Streifen gefiel mir sehr gut. Ich bin schon gespannt auf das nächste Jahr, ob sie sich da weiter bei Ideen bedienen, die Fans ja bei dieser Aktion Design das Ding eingereicht haben sozusagen, ob sie da wieder ein bisschen in die Richtung gehen. Ich finde mal gut, das muss ich mal so, kann ich ja mal so sagen. Ja, auch ich finde wirklich mal gut, wenn sie, so wie der DFB das tatsächlich jetzt gemacht hat, ich finde das Auswärtstrikot richtig gut. Mhm. Richtig gut, das Pinke. Hast du dir schon eins bestellt? Nee, musste ich nicht. Es gab eine Aktion während der Lehrgangsmaßnahme, bei der ich ja war, wo wir Journalisten bestochen wurden? Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ihr habt alle das Auswärtstrikot geschenkt bekommen? Nein, man konnte sich eins aussuchen, tatsächlich. Man konnte sich eins aussuchen? Lieber BVB, ja. Ihr habt es gehört. Und ich fände den Mut,
der aus diesem Auswärtstrikot spricht, sozusagen. Das ist einfach mal wirklich was Frisches gemacht. Man will ja auch mal was Ungewöhnliches machen, um vielleicht auch mal wieder eine andere Generation anzusprechen, die man vielleicht nicht so erreicht. Und ich finde es gut, bei diesem Heimtrikot immer bei der Tradition auch so ein bisschen zu bleiben. Aber ich finde beim Auswärtstrikot, das trägst du ohnehin halt nicht so häufig, könnte man mal richtig mutig mal sein. Ich glaube tatsächlich, also das Auswärtstrikot, das muss nicht so unbedingt mega traditionell sein. Da kann man vielleicht mal in Richtung Fashion gehen, wie die das beim DFB jetzt gemacht haben. Das wollte ich gerade so gesagt haben. Ich weiß nicht, ob du... Das ist dir einfach nicht eingefallen. Ich habe das vielleicht Wort nicht so vernünftig Fashion ausgedrückt, doch, doch, wie du. Ja, das waren meine Worte. Mhm. Ja. Nein, also wie gesagt, das finde ich dann in Ordnung. Für die, die mit der Tradition gehen wollen, da beim DFB, die können sich das Heimtrikot kaufen, was ich jetzt auch nicht so schlecht finde. Das ist auch gut. Ja. Also, hast du das mit der Nummer 4 mitbekommen? Mhm. Hat natürlich einer nicht aufgepasst. Mhm. Was war denn da? Ja, weil die, wenn du dir die 44 bestellst, dann sieht das nicht so gut aus da. Okay, ja? Um es vorsichtig zu Deswegen haben sie es jetzt gestrichen. Du kannst dir die 44 nicht mehr bestellen. Hat die irgendjemand? Nein, die hat keiner, aber wenn du es personalisierst, ja, genau, wenn du 44 geboren bist, ist natürlich klar. Genau. Ja? Okay. Ja, gut. Ja? Alle 80-Jährigen, die sich das Trikot bestellt haben. Ich wollte gerade sagen. Jedenfalls, ja. Und dann noch auf Instagram posten. Und die haben jetzt aber, wie gesagt, das gesperrt und wollen das Design der 4 überarbeiten. Ja, ja, das macht Sinn. Ja, ja. Gut, dann kann man sich dann auch wieder, können sich die ganzen 80-Jährigen wieder die ganzen... Hat Musiala in der Mannschaft die 42? Nein. Der hat bei den Bayern, glaube ich, die 42. Ja, in der Nationalmannschaft hat er die 10. Da hat er die 42, das stimmt. Ja. Sie haben jetzt da die Nummern auch geändert. Und ich glaube, Hummels Nummer ist belegt. Was soll das denn? Das geht gar nicht. Das ist wirklich... Ja. Fußballmafia DFB, hast du gerade gesagt? Nein. Weiter geht's mit unseren Hörerfragen. Wäre Oliver Legi vom SC Freiburg nicht ein idealer Kandidat für den CEO Sport? Der Mann ist seit langem in DFL und DFB vernetzt und macht einen äußerst seriösen und kompetenten Eindruck. Mich wundert es auch, dass der BVB quasi keine Kandidaten findet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der SC Freiburg im gleichen Jahr seinen Sportchef sozusagen verliert und Christian Streich. Das wäre echt hart für die Freiburger. Ich glaube auch, dass das Denken da vielleicht ein bisschen anders ist. Das habe ich eben schon mal ein bisschen angedeutet, dass eben auch solche Leute, die vielleicht mal, wo dann vielleicht mal vorgefühlt wird, dass sie vielleicht auch schlau genug sind zu sagen, also dieses permanente Theater, was du bei so einem Großverein hast wie Bayern oder wie bei Dortmund. Ich bleib doch vielleicht lieber in Freiburg, da scheint auch häufiger die Sonne. Schöne Gegend. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob der, das haben sie ja wirklich tatsächlich ganz gut hinbekommen, dass bis auf mal diese wilde Geschichte mit Bobic, die aber, glaube ich, die man, glaube ich, vergessen kann. Ja. Und Krösche, der, glaube ich, vielleicht, ich will ihm da nicht zu nahe treten, vielleicht hat er den BVB so ein bisschen benutzt, um seine Verhandlungsposition in Frankfurt noch zu stärken. Also man hat sich mit ihm, glaube ich, einmal getroffen, um das mal vorzubesprechen. Das hat man wahrscheinlich aber auch noch mit vielen anderen gemacht. Aber die ganzen Namen sind natürlich tatsächlich ausnahmsweise mal nicht rausgekommen bislang. Aus Angst und Mauer, Terzic wird wieder ein Erfolgstrainer. Wird hier geschrieben. Oh, hier. Könnte Klopp 2025 Geschäftsführer Sport werden? Nein, das glaube ich nicht. Nee, der will weiter trainieren dann. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja oder nein ist die Vorgabe für deine Antwort. Wird der BVB am Ende noch Dritter? Nein. Hier wird nochmal nach der Meinung zum unverschämt bescheiden aussehenden Sondertrikot gefragt. Hallöchen, wisst ihr, wann der Verkauf des Sondertrikots startet? Morgen um 10, übermorgen, Entschuldigung, Freitag um 10, so ist es richtig. Wir wissen ja nicht, wann ihr hört. Freitag um 10, kann ich nicht. Sehr, sehr ärgerlich. Warum findet man keine alten Fotos vom Westfalenstadion? Hat der BVB die sperren lassen? Das glaube ich nicht, warum sollte man denn keine alten Fotos finden? Google. Doch, da gibt es genug. Sabitzer oder Metscher? Wen seht ihr vorne? Im Moment Sabitzer. Ja, ich meine, Matcher muss natürlich erstmal physisch auch wieder richtig reinfinden. Aber trotzdem, wir haben eben ja schon kurz über ihn gesprochen. Ich glaube, dass er eine wichtige Alternative werden kann jetzt in den letzten Wochen für Edin Terzic, weil er auch ganz anders spielt als alle anderen da.
Ja, das ist so. Und man hat vielleicht am Fernsehen jetzt dann nicht so gesehen, im Stadion hast du es dann schon sehr deutlich gesehen, was typischerweise passiert, wenn du so lange raus bist, dass du länger brauchst, um zu einer Entscheidung zu kommen mit Ball am Fuß, dass du die Dynamik noch nicht so richtig wieder einschätzen kannst. Also der hatte 2, 3, 4 Ballverluste, wo er den Ball einfach dann so sorglos gehalten hat und wurde dann bedrängt und hat ihn dann verloren. Und das ist so ein typischer Fall. Also der hat noch keine Power. Also der hat 70 Minuten, glaube ich, gespielt. Das war schon, glaube ich, hart an der Grenze. Der ist einfach noch nicht so weit. Und von daher sehe ich im Moment Sabitzer vorn. Und du musst auch gucken, der hat vor seiner Rotsperre ja nun auch gute Leistungen gezeigt. Das wäre jetzt eigentlich auch, ja, so eine Dynamik kann immer entstehen und so ein Momentum, dass du dann auf einmal deinen Platz wieder los bist. Aber eigentlich wäre der jetzt erstmal gesetzt, aus meiner Sicht. Auch Frank aus Pirna bei Dresden, das hätte er, glaube ich, nicht schreiben müssen, oder? Hast du Pirna schon mal gehört? Ich hätte zumindest es ostdeutsch verortet, ja. Ja, sehr gut. Es liegt nicht in Spanien. Hat gefragt, auch wann das neue Trikot erscheint, haben wir eben schon beantwortet. Wieso wurden die 50 Jahre Westfalenstadion nicht zelebriert? Was? Die wurden doch dermaßen zelebriert. Vom Verein jetzt, oder? Ja, also da wurde doch ganz viel gemacht aktuell. Oder fragt er, warum wir nicht gestern einen Sekt zusammen getrunken haben? Gute Frage. Also der Verein hat das ja jetzt an dem Tag natürlich gemacht und wird es jetzt am Samstag ja auch nochmal dann feiern. Die haben vorher das Spiel in München gehabt, wo man sich dann wirklich auch darauf konzentrieren wollte. Ja gut, da war auch noch nicht der Geburtstag. Eben, da war es ja auch noch nicht. Ne? Also, das wundert mich jetzt aber auch ein bisschen. Wie groß ist eure Freude über einen trügerischen Sieg gegen lustlose Bayern? Ja, haben wir ja besprochen, ne? Man darf sich freuen, aber man muss es eben auch einschätzen. Ja. Was versprecht und erhofft ihr euch von einem Sportdirektor, Miss Lindtat? Und der nächste fragt, ach nee, ist der gleiche tatsächlich. Wird er sich durchsetzen dürfen bei Transfers oder droht ihm mit Terzic ein zweiter Fall Alvarez? Ich glaube schon, dass der sich auch ganz anders wehrt. Ja, und man darf nicht vergessen, dass Terzic und Miss Lindtat, glaube ich, sogar privat gute Freunde sind. Also die Zusammenarbeit auf der Ebene würde vielleicht dann eher in die richtige Richtung gehen oder in dieselbe Richtung gehen, sagen wir mal so. Richtige Richtung wird man dann sehen. Was ich mir erhoffe oder was man sich, glaube ich, insgesamt erhofft, ist so ein bisschen die Wiedererweckung des Transfermodells, was Borussia Dortmund jahrelang stark gemacht hat. Spieler dann oder in Spielern eine Entwicklungsmöglichkeit zu sehen, wo andere sie vielleicht nicht sehen. Ja, da jetzt, wenn du mal guckst, wer gerade in Stuttgart auf dem Platz rumläuft und da richtig gut spielt, da waren viele dabei, die er, glaube ich, tatsächlich geholt hat, wo er dann gesehen hat, die könnten sich in einem guten Umfeld vielleicht weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, das, was Dortmund auch mal wieder braucht. Ein bisschen Fantasie bei Transfers, dann eben auch mal so Leute aus der zweiten Reihe, wo man gar nicht so die Fantasie hat als Außenstehender, die dann aber vielleicht in so einem Umfeld richtig aufblühen können und sich entwickeln können. Hier wird geschrieben, Alex Meyer hat vor allem mit Ball ein Top-Spiel gemacht. Bekommt man für Kobel 50 bis 60 Millionen, wäre Alex Meyer dann eine Nummer 1. Das wäre spannend, wenn das wirklich so kommen würde. Ich weiß nicht, ob diese Saison auch so ein bisschen die Zweifler bei Kobel wieder nach draußen holt. Also er fehlt für einen Torhüter natürlich schon. Er fehlt relativ viel. Es ist ja nicht eine schwere Verletzung wie Achillessehnenriss oder es sind halt mehrere. Das ist ja gerade das Problem. Wenn es eine schwere Verletzung wäre, wäre es kein Problem. Aber es sind halt so mehrere Kleinigkeiten. Ein bisschen Pech gehabt mit einer Grippe, mit einer hartnäckigen. Das wäre ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der im Sommer 50 bis 60 bezahlt. Ich überlege gerade, wo gerade ein Torwartposten. Da fällt mir in absehbarer Zeit eigentlich nur die Bayern ein und das wird aber auch noch dauern. Ne? Das ist eher dann für das Ende der nächsten Saison vielleicht ein Thema. Gucken wir nach dem, wie es bei Neuer dann so weitergeht. Hier wird noch geschrieben, ich finde, Dirk Krampe stellt bei den PKs gute kritische Fragen. Terzic rotzt oft zurück. Habt ihr ein angespanntes Verhältnis, du und Edin? Ja, das war mal angespannter. Das ist, finde ich, jetzt ganz normal. Ich weiß gar nicht, bin ich so kritisch? Ich glaube, es ist ganz normal, dass ihm nicht jede Frage gefällt, weil wir natürlich versuchen, auch Themen aufzugreifen, wo er sich lieber bedeckt halten würde. Ne? Also
Er hat das ja immer mal so plakativ gesagt. Ich frage immer über Spieler, die nicht spielen. Aber gut, das ist natürlich logisch. Ne? In so einem gut besetzten Kader ist es natürlich auch spannend zu wissen, was macht der Spieler, der nicht berücksichtigt ist. Wie gibt er sich im Training? Ne? Warum spielt er eigentlich nicht? Ist er im Training so schlecht? Dass das dann nicht jedes Mal dem Trainer gefällt, das kann ich auch verstehen. Aber ich glaube, das ist unser Verhältnis ist, glaube ich, ganz normal. Hier wird gefragt, die letzten Male hatte ich immer das gleiche Oberteil an. Was ist da los? Also ich wasche das zwischendurch. Und nein, ich habe in der Regel nie das gleiche an, zweimal hintereinander, weil ich immer gucke, was ich das letzte Mal an hatte. Das ist professionelle Vorbereitung. Ja, deswegen verstehe ich hier diese Frage nicht. Es darf nicht verkleinern, Otto Addo sollte bleiben. Einstellung eines Trikotdesigners, so schnell es geht. Ja, wir haben ja über Otto Addo vergangene Woche schon gesprochen. So, wir haben noch zwei, drei Fragen, die wir mit reinnehmen, die aber auch ein bisschen lockerer sind. Top 3 Trikotdesigns anderer Clubs, die der BVB in Schwarz-Gelb tragen sollte. Zum Beispiel die Streifen von Inter oder der Ring des VfB. Boah, bin ich echt der falsche Ansprechpartner. Da hätte ich jetzt den Krüger gebraucht. Ja? Ich sag ja, so ein bisschen Mut zu was Frischem. Das fände ich ganz gut. Mut zu was Frischem. Frisch wäre auch das hier, und zwar: Welche Vereine aus der zweiten und dritten Liga wünscht ihr euch zurück in Liga 1 und wer muss dafür weichen? komm, sag's. Wen willst du als erstes zurückhaben? Komm, sag's doch. Ja, HSV und Schalke natürlich. Mhm. HSV und Schalke. Ja. Wer dafür weichen muss, würde ich. Also ich fände auch Hertha gut wieder in der Bundesliga. Hertha. Ja. Und erstmal Liga 2, das ist ja nicht so abwegig. SC Preußen Münster natürlich. Die möchtest du in die Bundesliga haben? Nein, in die zweite Liga. Das war doch gar nicht die Frage. Ja, man muss ja erstmal den ersten Schritt vor dem zweiten machen. Ach so, okay. Also die drei? Ja, ich glaube schon. Also es gibt natürlich viele Traditionsvereine. Die Frage ist ja, ziehen die dann noch so? Ja, also so kleinere, was weiß ich, Rot-Weiß Essen oder sowas. Ne? Das ist so okay, also du und die drei. Wer fliegt raus? Ja, tut mir leid, Darmstadt. Ja gut, die steigen eher ab. Okay. Darmstadt. Ja, und dann könnte ich natürlich ganz gut auf Wolfsburg verzichten, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Auch auf Hoffenheim. Wobei Hoffenheim, ja, finde ich... Einen brauchst du aber noch. Wieso, ich habe ja nur drei, oder? Ja, also Darmstadt und Wolfsburg. Darmstadt, Wolfsburg. Aus der jetzigen Liga, ich habe auch nicht so ganz großen Bezug zu Augsburg. Mhm. Ja, aber okay. Nimm mal lieber Hoffenheim, sagt er. Ja. Alles klar. Das ist auch. Okay, ich hätte gerne dabei Rot-Weiß Essen. Hast du mich jetzt schon ein bisschen angefasst, muss ich sagen. Ja, das ist Wahnsinn. Wenn man da mal. Also ich darf nicht die gleichen nehmen, ja? Weiß ich nicht, darfst du ja, nein, wir machen das jetzt mal so. Ich nehme Rot-Weiß Essen. Das ist ja auch eine logische Wahl. Also ich nehme Kaiserslautern. Ja? Die nehme ich. Und spielt Kaiserslautern eigentlich nächstes Jahr international? Nur wenn sie den DFB-Pokal gewinnen. Was ist, wenn Leverkusen das Finale im DFB-Pokal gewinnt? Dann sind sie Pokalsieger. Und würde dann spielt der Nächste in der Bundesliga, glaube ich, international. Das ist nicht mehr so wie früher, ne? Da war das ja schon mal häufiger. Das wäre ja auch Blödsinn, wenn Lautern dann... Ja. Du, pass auf, der Witz ist, du qualifizierst dich dank einer Niederlage für einen internationalen Wettbewerb. Die Logik musst du mir auch mal erklären. Ja, du hast aber fünfmal vorher gewonnen. Ja, super, aber du hast das Ding nicht gewonnen. Ja, nein, ist ja du richtig. Hast aus meiner Sicht als so Verlierer eines Endspiels keine Berechtigung, international zu spielen. Nee, das stimmt. Also ich nehme Rot-Weiß Essen, ich nehme den ersten FC Kaiserslautern. Pauli steigt da jetzt auf, von daher läuft das. Du hast ja mitgekriegt, dass in dieser Saison, ich glaube, es gab sogar an mehreren Spieltagen, dass mehr Zuschauer in der zweiten Liga waren als in der ersten. Ja, klar. Gut, das liegt natürlich daran, dass Darmstadt auch ein unfassbar kleines Stadion hat. Heidenheim, Darmstadt. Stadion. Ja, und du hast natürlich mit Schalke und HSV und Hertha hast du natürlich drei richtig große Stadien auch. Ne? Mhm. So, in Berlin haben wir schon einen Bundesligisten, da brauche ich keinen zweiten. Pauli schalt auf, das heißt, wir brauchen keinen zweiten Erstligisten in Hamburg. Dann nehme ich noch einfach natürlich, weil es auch für uns von Vorteil ist, den MSV Duisburg. Ja? Zebrastreifen, weiß und blau, das ist der MSV. Und runter müssen bei mir
Du hast natürlich jetzt schon drei absolute Top-Kandidaten genommen. Augsburg. Braucht kein Mensch. Was? Augsburg geht runter. Jetzt einer für die Fanseele. Leipzig. Ach Gott. Und ja. Das ist auch der Grund, warum du Schalke nicht genannt hast, ne? Weil du wieder, Schiss hast. Was? Ich habe gesagt, ich nehme drei andere. Ja, aber weil du wieder Schiss hast, dass da wieder die Hälfte deiner Podcast-Hörer sagt, was bist du denn für einer? Nee. Und es tut mir leid, Heidenheim. Aber die machen doch Spaß dieses Jahr. Ja, die machen jetzt mal Spaß. Pass mal auf, wie schnell die wieder keinen Spaß machen. Und die Reise dahin ist auch für den Arsch. Oder? Du warst nicht da. Und das Catering? Ich war nicht da. Ja, das Catering weiß ich auch nicht. Ich war auch noch nicht da. Ich war nicht da. Ich war aber mal in Heidenheim. Deswegen bin ich froh, dass sie drin geblieben sind. Da muss ich den nächstes Jahr holen. Ja, ja. Ich hoffe, dass das Spiel zu einem Zeitpunkt ist, wo ich kann. Dann werde ich auf jeden Fall zu diesem Spiel. Und zu welchem Spiel ich auch fahren werde oder auch nicht, ist das in Madrid. Und du auch? Ja. Ja, dann sehen wir uns. Wir hätten gerne auch am Tag vorher Real gegen Man City geguckt. Aber? Hätte sich ja auch durchaus angeboten, Bellingham gegen Haaland. Hätten wir eine schöne Geschichte machen können, aber die Pressestelle von Real Madrid hat gesagt, Leute, wir sind so überbucht. Diesmal können wir euch leider nicht helfen. Schade. So hat sie es gesagt, so klar? Ja. Das hatte ich vorher schon gehört. Da müssen wohl unfassbar viele Medienanfragen eingegangen sein. Und dann ist es auch okay. Also das wäre jetzt für uns so ein nettes Beiwerk gewesen. Mhm. Aber dann gucken wir uns das auch im Fernsehen an, würde ich sagen. Vielleicht grüße ich euch aus dem Stadion. Ja. Hast du eine Karte? Nee. Aber das heißt ja nichts. Wer eine Schnorre ich mich wieder irgendwie rein, ne? Was heißt, schnorre ich mich irgendwie wieder rein? Ich habe ja auch eine Akkreditierungsanfrage gestellt, aber vor euch. Ja? Ich vermute mal, deutsche Medien, da werden sich die Madridistas fragen, was die Realistas? Wollen die? Die Realistas, was wollen die da? Ja gut, da gibt es genug zu schreiben. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, natürlich. Das ist ja nicht nur Bellingham und und Haaland, das ist auch Manuel Akanji. Das ist Sergio Gomez. Sergio Gomez wird in diesem Spiel eine tragende Rolle spielen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt, aber er spielt. Also er ist dabei. Der wird nicht dabei sein. Nee? Nein. Keine Zeit? Der hat was anderes vor. Was Besseres zu tun. Tipp, wie geht's aus bei Atletico? Ach so. In Madrid 1-1. Das reicht ja. Wir sprechen danach wieder. Also, okay. Wir sprechen danach. Genau. Und noch kurz der Hinweis. Wir spielen vorher noch gegen den VfB Stuttgart, nur zu deiner Info. Da haben wir doch eben schon drüber gesprochen. Ja, aber da hast du mich noch nicht nach einem Tipp gefragt. Tipp gegen VfB? Jetzt manchmal was Unpopuläres. 2-2. 2-2. Ich habe so ein komisches Gefühl. Ja, hast du auch bei den Bayern auch 2-2 getippt. Ja, gut, aber das war ja schon optimistisch. 4-2 für Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Schönes Spektakel. Fans rasten aus. Hätte ich auch nichts gegen, wäre auch schön. So freue ich mich auf das Spiel am Wochenende. Ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Nächste Woche, Achtung, nicht vergessen, gibt es den Reisepodcast. Vielleicht dann nicht mit viel Video. Mal gucken, ob uns die Kollegen vor Ort, die technisch besser ausgestattet sind als wir, da eventuell weiterhelfen, damit wir auch immer Bild haben. Aber wir machen einen Reisepodcast und das heißt, wann fliegst du eigentlich? Dienstag. Von wo nach wo? Also nach Madrid, ist klar, aber von wo? Von Dortmund. Von Dortmund. Wann kommst du an, weißt du das schon? Nee, ich glaube, wir haben irgendwie Mittagszeit, wurde gesagt. Wir haben noch keine genauen Flugzeiten. Okay. Ich lande auch mittags, vielleicht könnte er mich mitnehmen. Ja. Würde ich nicht nein sagen. Ich freue mich auf jeden Fall. Den Podcast macht ihr dann am Donnerstagmorgen, der Kollege? Nee, da sitze ich schon wieder im Flieger. Mittwochabend noch spät, oder? Nein, das ist der Reisepodcast während der ganzen Veranstaltung. Wir sprechen am ersten Tag miteinander, wir sprechen beim Training miteinander, da darf man ja 15 Minuten hin. Wir sprechen am Spieltag miteinander, vorm Spiel, in der Halbzeitpause und danach. Ratzfatz, zack, zack. Ja, das habe ich mit Jürgen damals schon beim Auswärtsspiel bei Lazio gemacht. Und ich habe gedacht, das bietet sich jetzt an, machen wir dann auch im Halbfinale in Barcelona so. Habe ich mir gedacht. Hast du denn schon eine Akkreditierung bekommen? Ja, ja, ja. Sehr gut. Ich werde zusammen, Achtung, mit dem Kollegen Oliver Müller eine Vollreportage im Radio
zum Besten geben. Also ich hoffe, es funktioniert, aber das ist zumindest der Plan. Dann soll ja Olli mal live on air seine schönsten Geschichten aus dieser berühmten Real, aus diesem berühmten Real-Restaurant, wo wir früher immer hingegangen sind, am Tag vor dem Spiel, weiß gar nicht, was dies Jahr passiert, ist ja Atletico, ist ja was anderes. Da, wo auch die ganzen Stars, also das ist ein ganz berühmtes Restaurant in der Nähe des Stadions, auch glaube ich nicht ganz so weit weg, wo immer die Stars von früher, man sah auch an den Wänden ganz viele. Ja, so alte Bilder, so eingerahmt in Holzrahmen, die schief hängen. Schwarz-weiß. Ah, die genau. Schief hängen aber? Ja, natürlich, klar. Das finde ich legendär. Ich mag das. Da gab es immer diesen heißen Stein, kennst du das? Ja. Oh, legendär ist das. Ah, das ist richtig geil. Wo du dir das Fleisch einfach dann selber drauf legst. Hast du schon jetzt wieder Speichelfluss? So, ich habe Hunger und genau. Wir müssen unbedingt aufhören. @DeKrampe bei Twitter, @SaschaStaat bei Twitter und Instagram, @RNBVB auf beiden Plattformen. Folgt uns sehr, sehr gerne auch bei Facebook oder abonniert unseren YouTube-Kanal, ladet euch die App runter und natürlich haben wir noch das Abo im Angebot. Nur 3 € für 3 Monate und auch danach dürft ihr uns sehr, sehr gerne treu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch ein paar schöne Tage. Dirk und ich machen uns die jetzt auch und freuen uns dann am Samstag auf ein tolles Spiel und natürlich auch auf das Spiel bei Atletico. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.